also ich habe Sorge vor dem Verlust des Herzens. Ja, So, schön ne? gesagt. Siehst du, du sagst es noch schöner. Ich habe Angst, dass die Menschen nicht mehr in der Lage sind zu lieben. Ja. Und dann denken wir, warum habe ich davor Angst? Aber da ist ein Schreckensszenario nach dem anderen. Und du hast es jetzt wunderbar formuliert mit dem Herzen. Ja. Weil das Herz, das betrifft ja auch so viele Dinge, das sind ja Umgangsformen, einfach auch irgendwie in der Diskussionskultur und alles so. Dafür müssen wir jetzt gar nicht Facebook zitieren, aber es ist so, wie die Menschen miteinander umgehen, das macht mich mittlerweile wirklich traurig, zum Teil, so auch im Alltag und so. Und dieses Ideal, dieses vermeintlich immer mehr gelebte Ideal der Egozentrik, was zwangsläufig dazu führt, dass man das Herz zumacht oder das Herz, wenn überhaupt, aufmacht, dann nur für sich. Das zu beobachten, macht mich wirklich traurig. Gretchens Gast. Sapere aude. Die Losung der Aufklärung von Kant herausgegeben heißt, ich habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und das gibt es bei Gretchens Gast. Zwei Menschen, nämlich das Gretchen und der Gast, die es wagen, eigenständig zu denken. Heute mein Gast und ich freue mich sehr, Sascha Krüger. Hallo, liebes Gretchen, ich danke dir sehr für die Einladung. Lieber Sascha, ich freue mich, wir sind hier bei dir zu Hause. Das ist in der Nähe von Hamburg. Ist ein Ort, der Name ist Lüllau, der so malerisch ist, wie er klingt. Es klingt so ein bisschen nach Astrid Lindgren und so fühlt man sich ja auch hier. Sein Haus mitten im Wald, etwa eine Dreiviertelstunde außerhalb von Hamburg. Und es ist wirklich, also ich kann es bestätigen, ich war gestern den halben Tag im Wald, also man tritt gleich aus der Tür und ist dann da. Ja, und kann wirklich auch so ein schöner Mischwald, ne? Ja, So genau. Das ein, ist ja. hier oben ja selten, weil sehr viel abgeholzt wurde. Und ich war selber sehr überrascht, als ich hier hinzog, dass es so viel Wald tatsächlich noch in Norddeutschland gibt. Also am Stück, dass man stundenlang durch den Wald laufen kann, ohne wieder dann große Felderabschnitte zu haben. Das finde ich sehr schön. Du gehörst sozusagen in meine Reihe Gretchen unterwegs, denn oft drehe ich ja in München in meinem Studio. Heute sind wir eben bei dir, wie wir gesagt haben. Und ich bastle dann immer, je nach Situation, weil ich habe eine Wand. Ich habe hier mit dem Gesundheitsamt München abgesprochen. In besonderen Zeiten braucht es besondere Maßnahmen und da braucht es die Trennung. Und wir haben jetzt aus einem, das könnt ihr gar nicht sehen, ne? Aus einem Wäscheständer und einer Decke jetzt hier diese Wand gebastelt, Sascha. Du bist genau wie ich freier Journalist und das ist auch unsere Connection. Erzähl doch gerne du, wie wir zusammenkamen. Wir kamen zusammen über das Interviewmagazin Galore, das den regelmäßigen Zuschauern des Gretchens sicherlich bekannt sein dürfte, weil du ja auch regelmäßig dort schreibst. Ich war selber dort mal Chefredakteur, 4 Jahre, glaube ich. Und ich bin seit 2006 dabei, also Genau, wir ja. sind ganz lange und leidenschaftlich für dieses Magazin tätig. Und auch leidenschaftlich aneinander verbunden, denn unsere Gespräche, die letztlich immer dem Zweck dienten, irgendwelche Interviews abzusprechen, bekamen sehr schnell eine sehr persönliche und tiefe Ebene. Und es ist nichts Ungewöhnliches gewesen, dass wir insbesondere auch in der Zeit, wo ich Chefredakteur war, manchmal 1,5, 2 Stunden telefoniert haben, wo nach 10 Minuten eigentlich sozusagen die Technik abgesprochen war oder das nächste Interview und dann ging es ins Private. Und es war immer das Bedürfnis, dass wir uns wirklich auch nochmal persönlich näher kennenlernen. Und das ist jetzt beispielsweise hier zum zweiten Mal passiert, in diesem Fall sehr intensiv, weil du mich ein paar Tage besucht hast und oder dabei bist, mich zu besuchen und ich das auch ganz wunderbar finde. Und wir nur bestätigt sehen, was wir ja in den Telefonaten immer schon erahnt haben. Ja, und ich habe das genossen. Also ich sage das nicht, weil du jetzt daneben mir sitzt. Ich kann ja nicht so schleimen. Du warst wirklich einer meiner liebsten Chefredakteure. Und du Dank. hast ja auch immer gewechselt, ne? Jetzt bist du wieder freier Autor. Und das verbindet uns eben. Also was ich mag, auch bei unseren Besuchen stellt sich's raus. Natürlich reden wir über unsere große Leidenschaft, Menschen zu interviewen, sehr, sehr gerne, weil das ist mit in all den Jahren mit ganz vielen Anekdoten verbunden. Und du arbeitest ja auch für viele verschiedene Magazine, ne? Du kommst ja vor allem so auch aus dem Musikbereich, wo du ein unglaublich großes Wissen hast. Das stimmt, genau. Also ich habe angefangen, es gibt ja aus dem Verlag, wo Galore herkommt, auch noch ein Musikmagazin. Das ist das ursprüngliche Magazin dieses Verlags gewesen, Visions. Und da habe ich 1994 als Praktikant angefangen und meinen Einstieg in diesen Journalismus gefunden und bin dem Verlag halt bis heute treu. Jetzt eben schon seit längerer Zeit als freier Autor, was auch mit der räumlichen Distanz zu tun hat. Ich wohne mal in Hamburg und der Verlag ist in Dortmund. Und ich finde das auch schön, irgendwie auf vielen Ebenen tätig zu sein. Habe auch vor ein paar Jahren angefangen, eben fürs Fernsehen zu arbeiten, für eine Talkshow der dritten Programme. Und finde das eben auch schön, da dann nochmal sozusagen auch dieses Format Interview nochmal wieder ganz anders zu erleben. Nicht unbedingt tiefgründiger, aber auf jeden Fall anders.
Ja, und jetzt sitzen hier zwei Interviewer, die es eigentlich immer kennen, den anderen zu befragen. Wir befragen uns jetzt gegenseitig. Es ist ja auch kein Interview. Ja. Mein Format ist ja ein Gesprächsformat, wo man wirklich schaut, wie kann man über ein Gespräch in eine Begegnung kommen. Nicht nur wir beide, sondern mit euch. Mhm. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und uns lauschen wollt. Jetzt verraten wir auch endlich mal das Thema. Ich meine, was wir machen können, natürlich, das würde euch vielleicht auch interessieren, Anekdoten raushauen, ja, rund um unsere Interviews. Aber das machen wir jetzt nicht. Das ist erstmal noch so, können wir ja vielleicht eine andere Sendung machen, wo wir das dann machen, Sascha. Sehr gerne, ja. Aber unser Thema ist, und das hast du mitgebracht, denn der Gast bringt immer das Thema mit, nämlich Angst und wie man sich von ihr befreit. Das ist auch, es folgt den Gesprächen, die wir so geführt haben. Und dass wir immer wieder auf dieses Thema stießen und du das offenbar sehr interessant fandest und auch offenbar recht außergewöhnlich, dass jemand außerordentlich angstfrei durchs Leben geht. Und ich mich das nie, also ich das nie hinterfragt habe und festgestellt habe, du hast recht, womöglich ist das gar nicht die Norm, dass Menschen so angstfrei durchs Leben gehen. Ja, also ich kenne es ja auch von mir und ich finde diesen Begriff in der Absolutheit halt, sagen wir mal im besten Falle, denn das ist dir auch vertraut, dass man einen Begriff hat und dann erstmal sagt, oder jemand sagt eine Aussage, hat eine Aussage über sich verdächtig, ja, wenn jemand dann so daherkommt, okay, ich bin angstfrei. Ja. Als ich es dann so erstmal so von dir hörte, dachte ich, eigentlich stimmt das auch auf mich oder könnte das auch auf mich zutreffen. Aber mir fielen dann doch Dinge ein. Also zum Beispiel ganz was Banales, Bungee Jumping. Okay, ja. Also mich da dran zu hängen und da die Brücke runter und so. Nee, vielen Dank. Ja. Ja. Ist das denn wirklich eine Angst oder ist es einfach nur, dass du keine Lust hast auf diesen Vorgang? Okay, jetzt sind wir schon mal und darauf freue ich mich, dabei herauszufinden, was meinen wir eigentlich mit Angst. Ja. Ne? Du willst es ja jetzt schon differenzieren, das geht in die Richtung. Ja, ja. Ja. Also ich kann dir vielleicht auch ein Beispiel nennen, weil ich habe natürlich auch drüber nachgedacht, bin ich wirklich angstfrei? Und was mich betrifft und mein Leben und meine Sorge davor, dass mir was zustoßen könnte oder so, da bin ich wirklich komplett angstfrei. Das kann auch ins Negative kippen, darüber können wir auch später nochmal reden, aber ich habe mich wirklich gefragt, gibt es keine Ängste? Und eine ist mir eingefallen, die hat aber überhaupt nichts mit mir zu tun, sondern es ist eher so eine diffuse, gleichwohl zunehmende Angst davor, dass der Mensch die Welt zugrunde richtet. Das macht mir jetzt einfach die Schönheit dieser Welt zu zerstören und mit welcher Radikalität wir das tun. Wenn ich ein Gefühl besitze, dass Angst nahe kommt, wäre das vielleicht noch das Einzige, so, wo ich sage, so, es macht mir Angst zu sehen, wie welcher Kopflosigkeit Menschen diese Welt zerstören. So. Ja, das teile ich mit dir. Also ich glaube, wir sind uns da ziemlich nahe. Ja. Es geht auch nur um Begrifflichkeiten. Ich bin auch so sehr lebenssicher tatsächlich, ja. Also ich kann es unterschreiben, keine Angst, so dass mir was zustößt, was nicht heißt, ich muss jetzt was provozieren oder evozieren. Ich weiß, dass es zwei Grundängste gibt, ja. Also zumindest sagen das die Psychologen, und zwar die Angst vor lauten Geräuschen und die Angst vorm Fallen. Wenn wir das jetzt nehmen, also ist dann für dich schon wieder Angst ein zu großer Begriff, weil du hast mich ja jetzt auch gebeten zu überprüfen, ist es unangenehm vielleicht mit dem Bungee-Jumping? Möchte ich es nicht? Ja, ja, also ich habe mich einfach gefragt, also weil ich müsste das jetzt auch nicht machen, aber das ist einfach nur, weil ich nicht, weil ich Angst vor habe vor diesem Fallen. Interessanterweise ist das etwas, ist das ein Phänomen, das mir in Träumen, also wenn es gibt einen wiederkehrenden Traum oder gab es bei mir lange, das war eben, ich bin gefallen und ich hatte immer Angst vor diesem Moment des Aufpralls. Und meine Träume haben immer dort geendet, bis mir irgendjemand mal sagte, träum doch mal das Aufprallen, vielleicht bringt dich das weiter. Mhm. Und aber auch da kann ich nicht sagen, dass mich diese Träume oder die Erinnerung an diese Träume mit Angst erfüllt hätten. Also insofern, es ist wirklich schwer zu greifen und auch schwer zu beschreiben. Weiß vielleicht auch gar nicht genau, was Angst ist, weil ich mich eben als so angstfrei betrachte. Da kommen wir aber auch eben wieder, was du sagtest, mit dieser Lebenssicherheit. Also ich glaube, was einfach geglückt ist, wenn man über Beziehungen nachdenkt, ist, dass meine Eltern mich zu einem Urvertrauen erzogen haben. Und das halte ich in diesem Kontext für ein sehr wichtiges Wort, dass man sagt, man hat dieses Urvertrauen ins Leben und auch in das eigene Leben und auch in die eigene Fortune, wenn ich das mal so nennen darf, dass alles, was einem passiert, schon nicht nur einen Grund hat, sondern wenn man dem angstfrei begegnet, dass man daraus auch was ziehen kann, selbst aus den schlechten Momenten und aus den niederschmetternden Momenten. Und wenn man dem so begegnet, dann kann man eben in gewisser Weise angstfrei sein. Ja, also das stimmt. Also ich habe auch so ein Rüstzeug mitbekommen, dass mir auch nichts passieren kann
und dass ich immer auch eine Lösung finde. Ja? Ja, ja. Ich bin ja auch sehr begabt darin, mir irgendwie so, wie wir jetzt hier sowas basteln, bastelt man ja im Leben auch manchmal in Situationen. Gerade wir kennen das ja beide, freiberuflich zu sein. Ja? Ja. Also stellt einen ja immer wieder auch vor Herausforderungen, wenn Auftraggeber wegbrechen, auch ja, finanziell. Corona allein jetzt. Ne? Corona allein, das ja. kennen ja ganz viele Solo-Selbstständige. Und da ist es echt wichtig zu vertrauen, dass es immer weitergeht. Hm. Ja, weil ja. du kennst es auch, man hat Auftraggeber und da denkt man, wow, das geht jetzt so die nächsten Jahre. Und dann plötzlich passiert was, Anzeigen, Einbruch, die Auflage kann nicht mehr gehalten. Also dann ja. ist es plötzlich weg. Also ich kenne schon erfolgreiche Magazine, die dann plötzlich weg waren. Ja, 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 auf jeden Fall. Und dann muss man sich was anderes ausdenken. Ja, aber das ist, um da bei dem Beispiel zu bleiben, natürlich. Also bei mir war es auch so, weil ich auch tatsächlich, also ich verdiene neben dem Journalismus Geld als Texter für im Veranstaltungsbereich und der ist natürlich komplett eingebrochen. So. Und das ist eben dann, wie begegnet man dem? Ja, und sagt man, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand und oder muss umschulen oder was auch immer, oder sage ich, ich habe endlich mal die Zeit, etwas zu machen, was ich gerne machen möchte. Und ohne jetzt hier zu viel Werbung machen zu wollen, aber einfach nur um mal zu zeigen, man kann ja auch eine Krise als Chance begreifen. Ich habe mich dann mit 4 Freunden zusammengesetzt, die zufälligerweise verschiedene Tätigkeiten besitzen, sodass man gemeinsam ein Buch machen kann. Und wir haben dann einfach ein Buch gemacht auf eigene Rechnung, ohne Verlag. Dass ich jetzt einfach auch mal ganz dreist in die Kamera halte. Unbedingt. Soundlotsen heißt das. Es ist ein Buch über Hamburger Musikstudios, wo wir wollten einfach ein Buch machen, das wir selber Lust hätten zu lesen und uns anzuschauen. Und nicht einfach ein, also so, das ist kein Tech-Porn, um es mal so zu sagen, wo wir jetzt einfach auflisten, welche Studios, was für Equipment da haben, sondern eher die Frage, weil ich komme eben aus der Musikbranche und es ist ja so, dass heutzutage, wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema, aber um das kurz zu erklären, heutzutage ist es ja so, dass jeder seine Musik zu Hause aufnehmen kann und wir wollten einfach der Frage nachgehen, was sind das für Freaks, die sich so ein wahnsinnig kostspieliges Ding wie ein Tonstudio noch ans Bein binden und auch mit der großen Überzeugung diese Dinger weiter betreiben, obwohl kaum jemand noch Geld hat, sich bei denen einzubuchen und was sind ihre Geschäftsmodelle, wie man das dann sozusagen kompensiert und so. Auch da wieder Krise als Chance und haben einfach die Zeit jetzt genutzt und dieses Buch gemacht. Ob wir damit Geld verdienen, sei mal dahingestellt, aber es ist einfach, wir haben die Zeit sinnvoll mit etwas gefüllt, das, ja, ein bisschen pathetisch zu sagen, unser Herz erfüllt. Ne? So. Tolle Texte, tolle Fotos, schaut es euch an. Ich finde, dadurch kannst du ja auch inspirieren, ja, macht einfach euer Ding, das hat ja auch mit der Angstfreiheit zu tun, um zu sagen, ja, wir wissen gar nicht, mit welchem Risiko das jetzt behaftet ist und ob es was bringt oder zu was führt, aber man macht es einfach. Ja, ja, ich kann toi, sagen, wir haben den Break-Even erreicht und wir fangen jetzt sehr an, gut. mit dem Buch Geld zu verdienen. Ja. Ja. Freut mich sehr, Sascha. Angstfreiheit, ja, Ja, du hast eben schon, also du sagst, du hast ja schon gesagt, wir wollen kein anekdotisches Gespräch führen, aber mich würde doch tatsächlich mal interessieren, ob es so eine typische Situation gibt, die du erlebt hast, wo du davon ausgehst, dass jeder andere ganz große Angst empfinden würde und die du einfach mit deiner Zuversicht und diesem inneren Urvertrauen, das wir schon angesprochen haben, dann gemeistert hast. Ich habe mich falsch ausgedrückt, denn ich finde immer, wenn es nicht angekommen ist beim Adressaten, dann habe ich es nicht richtig formuliert. Natürlich können wir hier Anekdoten erzählen. Ich meinte jetzt in Bezug auf unsere Begegnungen ja, ja. Ja, in ja, Interviews. Ja, ja, gut. Du darfst hier jede Anekdote erzählen und ich erzähle sie auch und ich danke dir für die Frage. Ja, ich weiß, eine Anekdote. Ich weiß einfach, dass Menschen mir immer wieder irgendwie sowas sagen, wie ich wäre mutig und ich kokettiere jetzt nicht, wo ich denke, okay, ich finde das jetzt gar nicht mutig. Hm. Ich mache es halt einfach und das ist auch was ich finde, was jeder gute Journalist haben sollte. Es hat auch damit zu tun, als Lebenshaltung habe ich die Neugierde. Ja, ja. Die habe ich zu jedem Menschen, mit dem ich ein Interview führe, tatsächlich. Hm. Jetzt auch die Neugierde auf dich, ja. Hm. Und wenn ich die nicht hätte, finde ich, sollte ich dann auch mal den Beruf aufgeben. Das ist für mich nämlich wirklich eine der wesentlichen Voraussetzungen. Stimmt, und über diese Neugierde vermittelt sich für mich gar nicht, dass ich Angst haben könnte, weil ich gehe dann einfach diesen Weg. Ja. Wo andere dann sagen, boah, das ist ja ganz schön mutig oder so. Das ist wirklich nicht in meinem Gehirn, ja. Sondern, hey, ich will das jetzt wissen, ich will das jetzt ausprobieren, wie jetzt mit eurem Buch und ich mit meinem Gretchen und so weiter. Ja, ja. Ja, ich kann dann immer nicht den Mut zu erkennen, was ja dann impliziert, ich habe ja dann gar keine Angst, weil das wäre ja dann der Gegensatz, ja, vielleicht, unbedingt, aber kann auch. Ich kann tatsächlich nur sagen, also, dass du Mut besitzt, das zeigt ja schon deine Präsenz. Also ich meine, das ist ja, wie soll ich sagen, ist ja auch alternativlos für dich, ganz offensichtlich, aber deine Präsenz
deine, um es mal wirklich ganz banal runterzubrechen, deine Haare zeigen, dass du ein mutiger Mensch bist. Ich bin da, ja. Ja, genau. Man bemerkt mich. Kommt nicht an mir vorbei. Oh Gott. Ja, Amen. Das wiederum kann ich als Ex-Chefredakteur von Galore definitiv bestätigen. Aber wenn du die Frage stellst, oft stellt man ja Fragen, weil man vielleicht selber schon in die Richtung bei sich gedacht hat. Ja. Hättest du denn, vielleicht schaffst du mir eine Brücke, eine richtige Anekdote? Ja, ich hätte da ein oder zwei. Also eine, die, wo ich bis heute auch immer noch denke, wie hast du das hingekriegt, ist in der goldenen Ära der Musikbranche war es so, dass wir als Musikjournalisten sehr viel durch die Welt geflogen wurden, weil damals war es noch so, dass die Musiker in der Regel zu faul waren zu reisen. Dann musste also der Prophet zum Berg kommen und nicht der Berg, der Berg zum Prophet und nicht der Prophet zum Berg. Und deswegen war ich sehr oft in den USA. Und mir ist es mal einmal passiert, dass mir ungefähr 5 Stunden vor dem Rückflug mein Handgepäck geklaut wurde, wo neben dem Aufnahmegerät und meinem Notebook und allem Möglichen war unter anderem auch mein Portemonnaie drin mit sämtlichen Ausweispapieren und auch mein Ticket. Und damals war es noch nicht so, es ist schon was eine Weile her und damals gab es noch keine E-Tickets. Das heißt also mit dem Verlust dieses Papierstreifens habe ich auch das Anrecht auf den Mitflug verloren. Und ich bin tatsächlich, das Einzige, was ich in der Tasche hatte, war tatsächlich eine Kreditkarte, wo mein Name drauf stand. Und ansonsten hatte ich nichts mehr, weil alles mir geklaut worden war. Und bin dann halt zur LAPD, habe dort einfach diesen Diebstahl irgendwie zur Anzeige gebracht. Die haben mir sofort gesagt, brauchst du nicht darüber nachdenken, es kommt alles nie wieder. Und bin nur mit dem Durchschlag dieser Anzeigenaufnahme und meiner Kreditkarte, habe ich tatsächlich geschafft, mich nach Hause zu quatschen. Obwohl mein Anrecht auf den Mitflug war erloschen, konnte mich nicht mehr ausweisen. Ich konnte also im Prinzip, die Amis waren noch froh, mich loszuwerden. Bei der Einreise dann in Paris beim Umsteigen wurde es ein bisschen schwierig. Da wurde ich dann auch tatsächlich ein bisschen länger geprüft, nennen wir das mal. Es wurde dann auch beim deutschen Konsulat nachgefragt etc. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, nur mit einem Durchschlag vom LAPD und einer Kreditkarte mich irgendwie nach Hause zu quatschen. Und das, glaube ich, ist mir nur gelungen, weil ich nicht eine Sekunde darüber nachgedacht habe, ach du lieber Gott, was mache ich denn jetzt und wie komme ich denn aus dieser Situation raus? Ich habe einfach gesagt, ja, ich muss jetzt mal gucken, also irgendwie muss ich doch trotzdem nach Hause kommen und habe da einfach, ja, also wie so die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und den Umstand genutzt, dass ich, glaube ich, Leute ganz gut an die Wand quatschen kann und habe die und auch einen Hundeblick aufgesetzt und ein bisschen penetrant gewesen und dann hat man mir ein neues Ticket ausgestellt, umsonst wohlgemerkt, also ich musste es dann nicht nochmal bezahlen, hat mich mitfliegen lassen, man hat mich einreisen lassen in Paris, man hat mich dann einreisen lassen in Deutschland. Und da stand ich tatsächlich dann hier am Gepäckbank in Hamburg und da habe gesagt, Digi, das ist ganz gut gelaufen. So. Und das alles, glaube ich, lässt sich begründen mit so einer, ja, es ist vielleicht auch eher Schutzpe, aber es gehört ja mit da rein, dass man einfach irgendwie so mit so einer gewissen Selbstüberzeugung sich sagt, irgendwie, das kriege ich schon hin. So. Und da gibt es so ein paar Situationen, wo mir Dinge passiert sind, wo andere gesagt hätten, Alter, ich hätte, glaube ich, einfach, ich hätte mir ein Loch gebuddelt und mich begraben, so, weil ich weiß nicht, wie ich da rausgekommen wäre. So. Und da, ne, so, und das lässt sich, da, also ich glaube, der Punkt, dass sowas, also so ein Urvertrauen geschaffen wird, das ist natürlich, das kann man weit zurückverfolgen bis in die Kindheit. Und da gibt es eben eine schöne Anekdote, wo meine Eltern dafür gesorgt haben, dass ich angstfrei bin. Wir haben sehr oft Urlaub gemacht in Südfrankreich und da gibt es ja die Alpes Maritimes, da gibt es relativ hohe Schluchten, wo dann eben unser Fluss durchfließt und da gibt es dann natürlich auch so Begrenzungen, wo man dann die man nicht übersteigen darf, weil ab da könnte es dann gefährlich werden, man könnte abrutschen. Und meine Eltern haben nie gesagt, geh da nicht rüber, du fällst da runter oder so, sondern die haben gesagt, pass auf dich auf und geh so nah ran, wie du glaubst, dass du es tun kannst. Und da habe ich dann wohl wirklich auch meine Angst überwunden, dass man und auch eben tatsächlich das Überwinden ganz sozusagen ganz realistisch dieser Begrenzungen, die ich dann überstiegen habe und näher an den Abgrund gegangen bin. Und meine Eltern haben einfach in mich vertraut, dass ich das Vertrauen auch in mich habe, einzuschätzen, wie groß die Gefahr ist und wie sehr ich mich da in Gefahr bringen möchte. Und einfach, dass ich mich daran erinnere, weil deshalb war, da war ich noch sehr jung, zeigt ja, dass es offenbar ein wichtiger Einschnitt war für mich. Ja. Ja. Also da wurde dir viel Zutrauen geschenkt. Die andere Frage ist ja, während du so sprachst, dachte ich, wir müssen noch mal weiter wirklich genau untersuchen, was das eigentlich mit Angst zu tun hat. Du hast ja auch was anderes, du hast da noch Kurzbe reingebracht und so weiter. Mir fiel auch der Begriff der Resilienz ein und der ist ja ganz, ich glaube, also ich will mich da jetzt aber auch nicht festlegen, ich habe verstanden, dass der meistens angeboren ist. Ja, es gibt ja 4 Resilienztypen, ja, und du klingst ja nach Typ 1, ja, wo man auch denkt, vielleicht, wenn die Katastrophe kommt, fällt dir dann trotzdem immer noch was ein. Also der besonders resilient ist,
Ja, hat es, also auf was ist es bezogen? Ja, bist du jetzt so naturell, dass einfach sagt, okay, ich ergreife das als eine Herausforderung und ich werde schon da irgendwie durchkommen, bis ich dann zu Hause bin? Ja, oder also ist es überhaupt in Bezug auf Angst? Da bin ich mir jetzt gerade auch nicht so sicher, nach deinen Ausführungen noch weniger. Ja? Okay. Muss ich einen Moment drüber nachdenken. Also was ich da noch sagen kann, ist, also mit dem Resilienztyp 1, das kann ich nachvollziehen, weil... Ich glaube, er ist es, ne? Entweder 4 oder 1, also der am stabilsten ist. Ja, nicht ohne Grund ist tatsächlich mein Lieblingscomic ist irgendwie Asterix und Obelix gewesen. Ne? Die Gallier, die nur Angst davor haben, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Ansonsten haben sie keine Ängste. Ne? So. Ja, aber das will ich jetzt schon weiter überprüfen, ja, okay. Weil das haben wir auch gesagt, wir setzen uns ja dahin, ja. Wir wollen ja auch jetzt nicht so tun, als wären wir die Übermenschen, die so angstfrei sind, ich meine, wenn wir dazu inspirieren können, dann ist das aber auch eine schöne Sache, wir können jetzt nicht tun, als hätten wir so wahnsinnig viel Angst, wenn wir sie nicht haben, ja. Aber trotzdem finde ich immer eine gesunde Skepsis auch sich selbst gegenüber, weil wir erliegen ja als Menschen doch leicht einer Selbstillusion und das will ich dir gar nicht unterstellen. Tu es sondern ja, das ist Sascha, ja, und das schätze ich wirklich an dir, du bist unglaublich selbstreflektiert und so machen Gespräche auch echt unglaublich Spaß. Vielen Dank. Ja, um was geht's da? Also ich sage jetzt ein Beispiel und ich konnte da andocken, als du gesagt hast, ja, also ich will jetzt mit dir dahin, wo könnte eine Angst doch sein? Was die Menschheit macht, was man dann auch nicht alles unter Kontrolle nun mal haben kann, was 7,8 Milliarden Menschen da so treiben. Und was ist in Bezug? Ich habe jetzt so einen Fall, wo ich mir einfach Sorgen mache und Sorge impliziert ja schon Angst um die Gesundheit eines Freundes. Ja. Ja? Ja. Das ist schon, also ich habe dann schon so einen Satz in meinem Kopf gehabt, ich habe Angst, dass er stirbt. So. Ich habe weniger Angst, dass ich sterbe, aber ich will nicht, dass jemand, wir müssen uns alle damit auseinandersetzen, ist mir auch klar. Ja. Aber irgendwie so dieses Moment, ich habe dann kein anderes Wort gefunden, ich habe Angst, dass er stirbt und ich möchte nicht, dass er stirbt. Ja? Ob dann Angst das richtige Wort ist, wäre ja dann auch zu untersuchen. Ist das also eine Angst vor dem Verlust dieses Menschen, ja? Ja? Nee. Ich will, dass er lebt. Ich will, dass er sein Leben hat. Ja, nicht in Bezug auf mich. Nur. Interessant, weil ich habe auf einer anderen Ebene ein ähnliches Phänomen, das vielleicht nicht ganz so dringlich ist, aber sich immer mehr abzeichnet. Und das sind halt meine Eltern. Die werden alt und sie bauen ab. Das muss man einfach sagen. Und ich muss mich mit dem Gedanken immer stärker beschäftigen, dass unsere gemeinsame Zeit endlich ist. Aber das erfüllt mich nicht mit Angst, weil ich eher dann, auch da, vielleicht ist das auch, weil wir eben sagten, vielleicht bin ich auch jemand, der durchaus, der zwar reflektiert ist, aber durchaus auch bereit ist, in Illusionen zu leben oder in sich einfach Welten zu schaffen. Und ich erinnere mich einfach an diese wahnsinnig tolle gemeinsame Zeit der mittlerweile 50 Jahre, die ich alt bin, die wir gemeinsam hatten. Und die, bis jetzt zumindest, kann ich in Brust und Überzeugung sagen, führt dazu, dass ich sie in Frieden gehen lassen könnte, ohne Angst. Aber hättest du, oder was ist das dann, wenn du jetzt plötzlich beansprucht würdest oder deine Eltern entwickelten Demenz oder mit Pflege? Da gibt es ja so viele Geschichten, auch gerade in unserem Alter wird es ja immer, immer näher kommen dann die Themen. Und ich weiß von vielen Freunden, da gibt es schon einiges, was man bewältigen muss, was manchmal auch in eine Überforderung geht. Und sowas, solche Szenarien? Nee, das ist eher, da kommen wir wieder zu einem Punkt, wo ich die Angstfreiheit mir vielleicht auch so ein bisschen negativ in die Karten spielt. Das ist halt einfach, sag ich mal, die Auseinandersetzung. Ich habe eine exorbitante Abneigung gegen Formulare. Da kommen wir jetzt vielleicht erstmal ein bisschen vom Thema ab, aber das bezieht sich auch auf mein Leben. Also ich habe mit Behörden in meinem Leben schon so wahnsinnig viel Ärger gehabt, einfach nur, weil ich zu spät irgendwelche Formulare abgegeben habe. Das scheitert nicht an dem Intellekt. Und es scheitert auch letztlich, wenn ich ehrlich bin, nicht an der Zeit, sondern einfach an der Bereitschaft, mich mit diesem Kram auseinanderzusetzen. Ha! Angst vor Formularen, sage ich jetzt einfach mal. Sagst du? Ist das wirklich eine... Ich glaube, ja, bitte, forsch mal nach. Ich würde es Bocklosigkeit nennen, aber vielleicht mache ich mir was vor. Ja, also... Wo ist da der Unterschied? Ne? Ja. Wo ist da der Unterschied wie bei meinem Bungee-Jumping? Ja, genau. Also ganz kurz noch, weil das wollte ich vorhin schon fragen. Also du hättest nicht Angst, wenn jemand jetzt sagt, okay, oder um Gottes Willen, Fallschirm springen. Also du würdest dann einfach damit rauf und jetzt... Total. Okay. Und das, obwohl ich eine wahnsinnige... Also
Okay, ich wollte. Jetzt kommt was, Höhenangst, ich hab, oder? Ich hab eine rasende Höhenangst, allerdings ist sie auch erst in den letzten Jahren entstanden und sie ist völlig irrational, insofern nehme ich sie auch nicht ernst, weil davor hatte ich, also okay. bis Mitte 40 hatte ich oder Anfang 40 hatte ich keine Höhenangst. Die ist dann von heute auf morgen gekommen, sicherlich auch in einer Situation, wo ich wirklich in großer Höhe tatsächlich lustigerweise eine Videokamera halten musste für einen Fernsehsender und jemand hat ein Interview gemacht, ich sollte es von oben filmen, es war ohnehin schon auf der Dachterrasse eines Hotels und ich sollte dann auf den Schornstein steigen und das Interview von oben filmen und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben plötzlich gespürt, dass ich wahnsinnige Höhenangst habe und die ist mittlerweile so ausgeprägt, dass ich selbst auf einer Leiter eine gewisse Unsicherheit empfinde. Aber ja, das ist im klassischen Sinne nennt man das Höhenangst, aber ich akzeptiere diese Angst nicht, weil ich sie als für völlig irrational halte. Und aus diesem Grund würde ich Bungee-Jumpen machen, würde ich Fallschirm springen. Was, glaube ich, mit einem großen Respekt belegt ist, sind so Sachen wie Gleitschirmfliegen. Weil das ist halt, da bin ich lange ohne Boden unter den Füßen und es ist halt sehr, es ist weniger actionreich, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. So, ne? Also ich bin zum Beispiel, ich gehe gerne zum Beispiel, das ist gerne, aber ich gehe hin und wieder gehe ich gerne in so Vergnügungsparks. So. Und zwar wegen der Achterbahn. Ich finde die Achterbahn großartig. Und na klar ist, wenn ich dann da hochfahre, da ist eine gewisse... Auch nicht meine Welt. Ja, aber ich liebe es. Aber da ist halt, dieses Hochfahren ist nicht... Da erlebe ich zwar für einen Moment diese Höhenangst, aber die macht mir nichts, weil ich weiß, der Thrill kommt gleich. Wohingegen ich diese... Ich weiß nicht, wie diese Türme heißen, wo man so hochgezogen wird und dann einfach runterfällt. Das habe ich einmal in meinem Leben gemacht und da hatte ich tatsächlich so ein bisschen Schiss in der Buchse, muss ich wirklich sagen, weil da hängt man dann da oben und die meinten es gut. Das war halt in diesem Tivoli in Kopenhagen, wo man dann auch einen schönen Überblick über die ganze Stadt hat. Und diesen Überblick konnte ich nicht genießen, weil die haben uns dann einmal oben in der Höhe von, weiß ich nicht, keine Ahnung, 80 Meter oder so, haben die uns einmal so um uns selbst gedreht. Und ich dachte so, oh, komm, lass mich wieder runter, es ist hier oben, oh, das ist unangenehm, ich habe keinen Boden unter den Füßen und so. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, so Gleitschirmfliegen. Das müsste ich jetzt nicht haben, aber ich würde auch, also wenn man mich zwingt, würde ich auch das machen. So. Und ja, gute Frage. Mm. Ist das, die Frage ist auch da wieder, was ist eigentlich Angst? Wir müssen uns da noch mehr annähern, weil du bist ausgewichen, das ist mir bei Menschen immer wieder aufgefallen, dann sagen sie Respekt und wollen nicht Angst sagen. Mhm. Ja? Und das fällt mir schon auf, dass es als... Für mich ist es ein Synonym oder so ein Verkleidungswort, ja, wie man ja auch Burnout und Depression, also die Experten auf diesem Gebiet sagen ja, in dem Sinne gibt es ja gar kein Burnout, sondern das ist halt nur ein Euphemismus für Depression. Mhm. Ja. Mhm. Und ob nicht das, dann sagt man Respekt und meint eigentlich Angst. Ja, jetzt nehmen wir, also ich möchte, dass du dich bitte hineinversetzt in so eine adäquate Situation. Du hast ja auch nahe Menschen um dich. Ja. Sagen wir, eine sehr gute Freundin von dir würde jetzt besonders krank. Mhm. Ja. Mhm. Und könntest du dann sowas nachvollziehen, was ich dir gerade vermittelt habe, dass ich Angst habe, dass jemand stirbt? Und wenn du dir das jetzt vorstellst und da mal hineingehst in dieses Gefühl, dass dieser nahe Mensch, den du liebst, sterben könnte... Das könntest du einfach so... Es ist tatsächlich sehr hypothetisch, weil ich muss sagen, ich bin in der glücklichen Situation, dass in meinem engeren Umfeld bisher noch kein Mensch ernsthaft erkrankt ist oder gestorben genau. ist. Genau, und deshalb geht es jetzt um deine große Empathieleistung. Ja, ja. Weil es kann ja doch schnell auch kommen. Ja, ja. Also ich kenne Menschen, bei denen hat sich's von heute auf gleich entwickelt. Ja. Und ich meine, wir sitzen hier jetzt munter und wir wollen auch weiter noch lange munter sitzen oder gehen oder irgendwie in der Welt sein. Ja. Aber trotzdem... ist der Tod ja immer eine Möglichkeit. Ich kann dazu nur sagen, also was ich definitiv wirklich sagen kann, ich habe keine Angst vor meinem Tod. Überhaupt nicht. Auch, also wenn er morgen käme, könnte ich einfach sagen, könnte ich diesem Tod begegnen und sagen, naja, bis hierhin war es geil. Bis hierhin habe ich wirklich das Bestmögliche rausgeholt und wirklich viel Intensität aus diesem Leben mitgenommen. Mhm. Das macht mich dann in Bezug auf meinen eigenen Tod angstfrei. Aber ich will ja schon nicht wieder deine Frage ausweichen. Ich muss da Gott sei Dank merkt das. Ich muss da mal eben wirklich reinfühlen. Steht unser ich glaube Ring schon, noch oder stabil? Ja, ja, also ich fühle mich du wohl hältst damit. Es, ne? Ich fühle mich wohl damit. Okay, ja. Gut. Also mehr als diese diffuse Angst, die ich im Prinzip eben sozusagen auf die Welt schilderte, kann ich mir jetzt gerade nicht, also kann ich gerade nicht fühlen, auf die Situation beschrieben, die du gerade, also, oder auf dieses Szenario beschrieben, das du gerade umrissen hast, deine gute Freundin schwer erkrankt und man die Angst haben muss, dass sie bald nicht mehr da ist.
mir ist dieses Gefühl einfach, bis auf die eben beschriebene Höhenangst, die ich, wie gesagt, für so irrational halte, dass ich sie nicht ernst nehme, nicht wirklich ernst nehme, ist mir dieses Gefühl so fremd, dass es mir schwerfällt, da einen Bezug zu aufzubauen. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber dann kann man ja auch sagen, vielleicht verleugnest du Realitäten, die einfach, also ich finde, das ist ja sehr präsent. Ich fand es toll, was Joseph Beuys gesagt hat, der Tod hält mich wach. Und das impliziert ja, dass man eben weiß um die Gegenwärtigkeit des Todes. Mhm. Da muss man jetzt nicht unbedingt Angst haben, da stimme ich dir zu. Aber ich habe jetzt gerade das Gefühl, als wäre das überhaupt keine Option. Und das ist ja nicht wahr. Nee, keine Option will ich nicht sagen, aber ich kann es dir nicht ehrlich beantworten. Mhm, so, weil okay. ich kann keinen Bezug zu diesem Gefühl aufbauen, weil ich es in dieser Realität, also in dieser Form, wie gesagt, wenn wir jetzt von diesen irrationalen Ängsten weggehen, die aus welchen Gründen auch immer plötzlich auftauchen, warte mal, so. Ja, genau. Super, ja. Ich kann es schwer empfinden und deswegen auch zu dieser Empfindung nicht wirklich einen konkreten Bezug herstellen. So. Ich weiß, viele Menschen haben wirklich, also auch viele Freunde, und man spricht ja auch mal darüber, auch insbesondere wenn man älter wird, eben, dass da wirklich so eine Angst vorm Tod ist. Und da kann ich eben wirklich im Brustton der Überzeugung sagen, es kann mich morgen erwischen, es ist okay. Genau, und deshalb, also diese Kollektivangst, die ja doch viele haben, was jetzt aktuell ist und das Thema, was ja auch mit dieser Wand zu tun hat, vor dem aktuellen Virus, die hättest du ja dann logischerweise nicht, weil du bist bereit für deinen Tod. Ja. Er findet nicht statt immer. Ich lebe so gerne, dass der Tod nicht stattfindet. Und wenn er dann aber plötzlich stattfindet, dann ist es so. Anders ist es tatsächlich natürlich, wenn es mein Umfeld betrifft, weil ich habe gerade gesagt, ich bin in der glücklichen Position, dass in meinem Umfeld noch nie jemand wirklich ernsthaft. Aber hattest du das nicht eben neulich erst? Ja, da wollte ich gerade darauf hinaus erzählen. Genau. Also da war es allerdings so, dass es ein guter Freund, zu dem ich den Kontakt leider verloren habe über die Jahre, ist vor 2 Wochen verstorben. Dank Facebook, über das man ja auch sagen kann, was man will, habe ich davon aber erfahren und habe plötzlich eine wahnsinnige Trauer gespürt, eine wahnsinnige Traurigkeit, dass ich mich auch nicht nochmal bei ihm, also dass ich hatte es so lange vor, mich bei ihm zu melden, und wie das so ist, dann kommt immer was dazwischen, dann begegnet man sich mal im Rahmen von irgendeinem Musikevent und ja, wir müssen uns jetzt aber wirklich mal sehen. Das war das letzte Mal, letztes Jahr im September, also jetzt vor einem Jahr habe ich ihn getroffen hier in Hamburg auf dem Reeperbahn-Festival. Und seitdem hatte ich es vor und ich habe es nicht gemacht. Und nun ist er wirklich plötzlich verstorben und aus dem Leben gerissen. Und das hat mich schon mit unfassbarer Traurigkeit erfüllt. Aber auch da spielt dann wieder die Angst nicht eine Rolle, weil ich wusste ja nicht vorher, dass diese Option besteht, dass er stirbt. Und ich habe da festgestellt, dass ich exorbitante Traurigkeit empfinden kann über den Verlust eines Menschen. Aber ob ich vorher die Angst hätte, dass ich ihn verlieren könnte, das ist, wie gesagt, für mich zu abstrakt, um es wirklich zu empfinden. Na, die Option ist ja immer da komme ich wieder zurück. Aber das sind unterschiedliche Lebenshaltungen, so höre ich das jetzt heraus. Also indem ich über den Tod nachdenke oder ihn mir gegenwärtig halte, für mich ist er ein guter Wachmacher. Es bedeutet aber nicht, Angst zu haben oder ihn raufzubeschwören. Ja. Aber es hilft mir, was heißt es hilft, ich brauche nicht unbedingt den Tod, aber ich merke, dass ich dann doch nochmal viel intensiver oder dankbarer im Leben stehe, weil mir die Endlichkeit bewusst ist. Also du bringst den Tod durchaus mit einem gewissen, ich will nicht sagen Vorsatz, aber doch mit einem gewissen Willen auch in dein Bewusstsein, ja? Ja, also gar nicht so, ich bringe ihn mit Willen, er ist einfach da, mir ist es klar. Okay, ja. So, und dann sind einfach Tage, die vergehen, der Tag stirbt ja auch, der ist dann vorbei und dann wird mir nochmal klar, das kommt nie wieder. Ja? Ja. Und dauernd stirbt ja was, während wir hier reden, Zellen und so weiter sterben, bauen sich auf. Ja. Weltweit sterben jetzt Menschen. Es gibt doch kennst du diese tolle Weltzeituhr, wo nicht nur gezählt wird, wie viel geboren werden, sondern wie viel sterben in dem Moment. Ja. Und ich glaube, wie viel gerade an irgendwas erkranken und so. Also da gibt es ganz viele Statistiken, die weltweit, und dann kann man auf so eine Uhr gucken. Und während wir hier sitzen, sterben Menschen. Ja, ja, ja. Nicht mal so wenige. Ja, aber das ist... Wie kriegst du das dann raus aus dem Gehirn? Das ist dann wieder für mich interessant. Ja, weil für mich ist es so, ich weiß, dass ich mit 9 Jahren wirklich verstanden habe, was Tod bedeutet, so ganz tief. Ja. Und seitdem lebe ich damit. Siehst du, und das ist also...
Man kann ja jetzt auch sagen, natürlich sind meine Großeltern irgendwann gestorben, aber da war einfach der Bezug nie so, also hatte keine Herzlichkeit, sodass es, über ein Bedauern dafür, dass meine Eltern ihre Eltern verloren haben, ging es bei mir nicht hinaus, muss ich wirklich ehrlicherweise sagen. Und die Beschäftigung mit dem Tod findet bei mir, oder hat bei mir bis zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt eben, wo ich es bei meinen Eltern sehe, der Punkt rückt näher, ohne dass er jetzt sozusagen schon greifbar in der Nähe ist, aber also man, dieses Bewusst, es ist eher dieses Bewusstmachen, die Zeit ist endlich, als dass ich sage, okay, ich muss mich dann langsam mit ihrem Tod auseinandersetzen. So, das ist, oder, und ich bin vielleicht auch, also so wie du sehr früh für dich irgendwie die Begegnung oder die Bewusstmachung des Todes hattest, ist bei mir immer dieses Gefühl da gewesen des Zweckoptimismus. Also so, dass ich weiß auch, dass das sicherlich, dass es einhergeht mit Illusionen, aber ich komme damit total geil durchs Leben. Also es ist einfach so, weil du das eben auch sagtest, wie ein Tag geht zu Ende und dieser Tag stirbt. Diesen Gedanken hatte ich nie. Das ist eher so, das war ein geiler Tag, ich freue mich auf den nächsten. So, okay. Weißt du? So, und da steckt vielleicht auch dieser Zweckoptimismus, das ist ein blödes Wort, aber diese ein bisschen pathologische positive Blick aufs Leben verhindert ist, dessen Ende sich mehr bewusst zu machen. Ja, ich meine, Thomas Mann hat ja auch irgendwann mal in seinen Tagebüchern geschrieben, was soll ich mich mit dem Tod beschäftigen, wenn er da ist, dann ist er halt dann da. Ne? Also das sagt mit wenigen Worten das, was ich hier relativ kompliziert gerade versucht habe zu sagen. Ja. Und ich habe eben erkannt, dass diese Haltung, sich in Gewahrsein zu halten, dieses Memento Mori, Mensch, bedenke, dass du sterblich bist, ja. Dass ich das unglaublich wichtig finde, es gibt nochmal dem Ganzen eine andere Wertigkeit und verstehe ich. Auch in diesem Sinne der Dankbarkeit. Ich habe es ja in anderen Videos schon erzählt, dass ich so ein Dankestagebuch habe, wo ich 5 Sachen, für die ich dankbar bin, am Tag aufschreibe. Ja. Und da ist mir auch bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es vorbei sein kann. Also das Sterben hat ja auch mit Abschieden zu tun und so weiter. Und ich finde es nämlich nicht, es ist nichts Düsteres, wenn ich das so im Gewahrsein halte. Das verstehe ich gut. Findest du im Umkehrschluss, dass ich mir, wie soll ich das ausdrücken, dass ich mir etwas nehme über den Reichtum des Lebens, wenn ich mich mit dessen Ende nicht in der Weise auseinandersetze, wie du das tust? Ich kann das überhaupt nicht mehr anmaßen, das für dich zu beantworten, weil du hast ja für dich diesen Weg so gefunden. Ja? Ja. Du müsstest für dich das ausprobieren, ob das überhaupt für dich kompatibel ist. Mir würde die Dimension fehlen, aber ich bin ja nicht du und du weißt es für dich am besten. Jeder ist ja für sich sein eigener Experte. Ja. Ihr seid auch für euch die Experten. Also wo auch immer eure Meinung vielleicht zwischen unseren oder auf irgendeiner Seite steht, ist ja genauso richtig. Ja. Aber es lohnt sich natürlich, mal die Perspektive des anderen einzunehmen, so wie ich einen Gedanken auch gerade überlege, wie das wäre, wenn ich das nicht hätte. Ja, ja. Kann ich mir gerade nicht vorstellen, weil es gibt meinem Leben so eine Tiefe. Ja, ja. Und da ich mich ja schon sehr früh mit 13 Jahren mit Philosophie beschäftigt habe, auch das Philosophieren hat ja was mit... da kommen halt die tiefen Themen auch rein und ran. Und ich glaube, man kann gar nicht philosophieren, ohne mit dem Tod dann in eine Auseinandersetzung zumindest gedanklich zu gehen. Ja. Ganz bestimmt, ja. Siehst du, da bin ich eben eher, also ich will es gar nicht gegeneinander aufwiegen, aber... Müssen wir auch nicht. Nee, aber ich bin, und gar keine Vergleiche jetzt anstellen. Nee, auch gar keine Vergleiche anstellen, aber es ist so... Dein tiefes Interesse in die Philosophie spiegelt sich bei mir eher in dem tiefen Interesse in zum einen Kunst, insbesondere Musik und was sie eben auch ausdrückt über Menschen auch. Also ich höre zum Beispiel wahnsinnig viel unglaublich traurige Musik. Mhm. Und die erwischt mich auch in ihrer Traurigkeit und sie macht mich melancholisch, aber sie würde... Also es ist passiert nur bei ganz, ganz wenigen Stücken und in ganz, ganz wenigen Situationen der Moodiness, dass ich wirklich... obwohl ich so berührbar bin für Musik, dass ich anfange beispielsweise eine Regung zu zeigen wie Weinen oder so. Es gibt ein paar Stücke, es gibt insbesondere zwei Lieder, die es immer, immer wieder schaffen. Jedes Mal, wenn ich sie höre, egal in was für einer Stimmung, muss ich weinen einfach. Aber ich glaube, das halt ist eher eine, da wird eine Akkordfolge transportiert. Ich glaube, es lässt sich wirklich so wissenschaftlich unterbrechen, die mich einfach in irgendeiner Weise ganz besonders berührt.
Also ich kann traurige Musik unheimlich gut hören und trotzdem fröhlich sein. So. Ja, die Frage ist ja, sind es für einen negativ besetzte Gefühle? Kann man da auch eine Motivation draus ziehen? Genau, ja. Weil ich finde ja Traurigkeit, also ich weine jetzt zum Beispiel unglaublich gerne, weil ich das so kathartisch auch empfinde. Ja. Für mich gehört das auch zum Leben, einfach auch mal, wenn eine Anstrengung da ist oder so. Also ich finde das jetzt auch nichts, eben auch nicht negativ, sondern Ja. wirklich sehr befreiend, das tun zu können, weil ich kenne Menschen, die das gar nicht können. Das kann ich mir wiederum auch nicht so richtig vorstellen, weil ich, für mich ist halt Leben, Sascha, alles. Und dann ist es ja aber auch irgendwie, nicht irgendwie, das ist kein gutes Wort, dann ist es auch der Tod. Ja, so. Es impliziert so diesen ganzen Lauf des Lebens, wie halt der simple Jahreslauf, ja, wo die Blätter dann halt auch irgendwann mal weg sind und gestorben. Ja, also komplexes Ding. Also, ne, so. Ja. Ich überlege gerade, weil ich bin Ex-Waldorf-Schüler und ich habe schon, ich sag mal, mir wurde sozusagen eine Beziehung zum Baum umarmen eingepflanzt. Und ich habe mich gerade gefragt, habe ich schon mal tote Bäume umarmt? Ich glaube nicht. Ich glaube, da suche ich auch da wieder das Leben. Also mir ist einfach nur sozusagen mal so eine Art Symbolik zu finden, irgendwie dafür, dass ich irgendwie so ein. Ich bin so glücklich über das Leben, dass ich gar keine Lust habe, über den Tod nachzudenken. Also so ähnlich wie Thomas Mann es eben, wie du es eben in dem Zitat sagtest, ne? So. Ich finde aber, das ist eben für mich eben kein Ausschluss im Denken, ja. Das Leben ist ja nur möglich über den Tod. Ja, ist das so? Ja. Ja, also er ist ja, und letztlich ist er ja auch das, was uns alle so verbindet. Wir werden geboren, wir sterben. Und dein Tod ermöglicht ja wieder ein anderes Leben. Also klar, wir können noch, also das sehe ich anders als viele, wir haben schon noch Platz auf diesem Planeten und ich möchte auch gar nicht, ich finde immer diese Rechnungen ganz seltsam, dass irgendjemand meint, ich mag auch den Begriff der Überbevölkerung nicht. Letztlich geht es ja gar nicht darum, wie viele Menschen da sind, sondern wie wir mit den Ressourcen und den Verteilungen umgehen, ja, und miteinander. Und da kann ich mich schon treffen, jetzt mache ich natürlich gerade eine größere Schleife, stecken mehrere Themen gerade in. Hier Ja, da. das ist Du aber bloß kannst, das du nimmst Gretchen. gerne, genau, das Ja. ist das Gute. Wir machen das ja auch sonst so im Gespräch, Eben, ne? genau, ja. Stecken viel ab. Da hätte ich schon eine Angst auf etwas, was ich nicht so, ja, was du ja jetzt benannt hast. Was passiert weltweit mit Menschen? Wohin geht's dann für uns? Aber ich merke gerade, dass die Abzweigung interessant ist, aber vielleicht jetzt gerade noch nicht dran. Interessant, weil also wir haben ja auch schon öfter mal über Literatur gesprochen, weil wir beide auch sehr, sehr gerne lesen. Und du weißt ja, einer meiner Lieblingsautoren ist T.C. Boyle. Weil ich, nicht nur, weil ich ihn für einen der größten Erzähler halte, sondern auch, weil er einfach Themen behandelt, die uns mehr beschäftigen sollten, finde ich, als Gesellschaft oftmals. Und ich habe ihn auch für Galore, um da auch nochmal den Link wieder zu finden, zweimal interviewt. Und meine eingangs geschilderte diffuse Angst davor, dass der Mensch diesen Planeten zugrunde richtet, befeuert sich auch durch die feste Überzeugung von T.C. Boyle, wo ihr offenbar komplett konträr seid, wo er eben sagt, dass es einfach, es gibt zu viele Exemplare von einer bestimmten Rasse, in dem Fall dem Menschen, und wir sind schon lange über den Point of No Return hinweg, als dass das noch irgendwie wieder ins Gleichgewicht zu bekommen wäre, selbst unter der Prämisse, dass der Mensch von heute auf morgen plötzlich wieder Ethik, Vernunft, Achtsamkeit, Umweltschutz etc. in den Mittelpunkt seiner Handlung rücken würde. Selbst dann wären wir über den Point of No Return schon hinweg, weil wir einfach zu viele sind, weil du eben das sagst, du magst das Wort Überbevölkerung nicht. Und das ist halt seine feste Überzeugung und für ihn die große Traurigkeit des Lebens, des heutigen Lebens. Und ich fand das so schlüssig für mich, dass ich das tatsächlich ein Stück weit, also das Aber wie, befeuert. mit welcher Argumentation? Das ist ja jetzt einfach eine These. Wie Nee, will er denn das beweisen jetzt? offenbar Wie hat lässt sich das beweisen? offenbar aufgrund von Das ist eine tatsächlich Überzeugung. ja, Überzeugung in Verbindung mit wissenschaftlicher Recherche, soweit ich das bei ihm schon verstanden habe, weil er auch sehr viele Bücher darüber schreibt. Also das ist, findet in sehr vielen seiner Bücher findet dieses Thema auf die eine oder andere Weise statt. So, ne, es gibt zum Beispiel ein Buch von ihm, wo er darüber schreibt. Wir kommen jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber ich finde das eben sehr interessant, gerade auch mit dieser Frage, mit Ja. dieser diffusen Angst, haben wir eigentlich noch eine Chance, um diese Welt zu retten? Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, auch wenn es nicht unser Thema Absolut. ist. Ne, so. Naja, aber es ist auch mein Thema. Ja, Ja. und es gibt ein Buch von ihm, Wenn das Schlachten vorbei ist, heißt es, das ist der deutsche Titel, wo Umweltschützer zur Rettung einer relativ bedrohten Vogelart
eine andere ebenso bedrohte Schafsart ausrotten auf einer Insel, weil diese Vogelart nur noch auf dieser Insel lebt. Und dann eben diese moralische Frage, ist das richtig oder falsch, mit der der Leser auch ein bisschen allein gelassen wird. Und ich meine allein, dass wir uns solche Frage stellen müssen, dass es, weil es eben offenbar eine Schafs- und eine Vogelart gibt, die nur noch auf dieser Insel existiert und man muss jetzt die eine gegen die andere abwägen, zeigt doch, wie weit wir schon fortgeschritten sind darin, in die Natur in einer Weise einzugreifen, die diesen Point of No Return nicht, also rechtfertigt. Und dieses Buch basiert tatsächlich, wie viele seiner Bücher, auf tatsächlichen Ereignissen. So. Und es ist kein fiktiv herbeigeschriebenes Szenario. So. Und allein, dass man das ist eben runtergebrochen auf einer Insel, die irgendwie vor Santa Barbara ist, da wo er lebt, und eben von diesem Phänomen sozusagen mitbekommen hat, dass das stattfindet. Und insofern ist es ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich wissenschaftlich nennen kann, aber es ist sozusagen durch Erfahrung unterfüttert. So. Und er beschäftigt sich seit einem seiner frühesten Bücher, das heißt Ein Freund der Erde, das eben so eine Zukunftsdystopie ist, beschäftigt er sich intensiv mit dieser Frage. Und ich glaube, da ist schon mehr als Meinung dahinter, dass das so kommen wird. Sondern dass ich glaube, ohne es jetzt im Detail sagen zu können, das ist schon unterfüttert mit Erfahrungswerten, mit Recherche etc., weil er eben auch ein großer Rechercheur ist für seine Bücher. Und das ist, wie gesagt, die einzige Form von Angst, die ich empfinde, dass beispielsweise, ich habe keine Kinder, aber wenn ich welche hätte, was durchaus hätte passieren können und ich auch nicht durchaus gern gehabt hätte, dieses Gefühl irgendwie, dass ich irgendwann gehe und meinem Kind eine Welt hinterlasse, in der es nicht mehr lebenswert ist, das ist eine Angst, die ich hätte. Ich glaube, es gibt doch einige Eltern, die sich natürlich auch diese Frage stellen müssen, ja, oder die dann auch dadurch verhindert sind. Ja. Aber ob das jetzt, es gibt ja viele Faktoren, an denen man seinen Fokus legen, auf denen man seinen Fokus legen kann, ob das jetzt die Überbevölkerung ist, an die ich nicht glaube, oder an Klimawandel und diese ganzen Thematiken. Ja. Ja, ja, also ja. Ich glaube, Leben abzuwägen ist jetzt kein neues Thema. Das machen wir ja auch wenn das in den Diskussionen nicht so auftaucht, vielleicht auch mit gutem Grund, machen wir ja auch bei der aktuellen Viruswelle, weil die Viruswelle führt auch dazu, als Journalistin bin ich natürlich in vielen Verteilern, dass Menschen Suizid begehen, dass die Depressionsrate steigt. Also da ist ja auch ein Abwägen, das viele nicht so akzeptieren wollen. Mache ich diese Maßnahmen? Riskiere ich, dass andere ihr Leben dann nicht mehr lebenswert finden und sich umbringen? Und dafür habe ich halt jetzt jemanden, einen weniger oder 20 weniger, die an Covid erkranken. Ja? Hm. Also ich glaube, dieses Abwägen, wenn wir das weltweit uns anschauen, ist immer ein Thema, ja, leider. Ja, ja? Ja. Und ich glaube, nicht so weil es so schwer ist, damit umzugehen, wird es auch in diesen Debatten, finde ich, verleugnet. Weil ich will damit auch gar nicht anfangen. Ich finde das sehr, sehr gut, wozu uns Ferdinand von Schirach auch immer wieder inspiriert, der bekannte Autor und Rechtsanwalt, der ja auch dieses Theaterstück geschrieben hat, wo man so abwägt, ja. Dieser Flieger, der ja auf, weiß nicht, ob du dieses Beispiel kennst. Ja, ja, ja. Das Flugzeug, das auf dem Stadion steuert, ich glaube, so ist das Beispiel, ja, und Terroristen sind da an Bord. Also schießt man dieses Flugzeug ab oder riskiert man, dass die Leute im Stadion, die wesentlich mehr sind, dann sterben würden, ja. Und ich habe viele, in der Schule macht man das ja auch, moralethische Diskussionen oder auch moraltheologische manchmal in Religion. Ich komme nicht dahin, Leben gegeneinander abzuwägen. Das verbietet sich mir moralisch. Kann ich total verstehen. Ich bin auch überrascht, dass du dieses Abwägen jetzt sozusagen so in den Fokus rückst, weil so wie ich dich bisher erlebt habe, bist du auch jemand, der ja einfach dem Leben auch mit so einer Unvoreingenommenheit begegnet, dass da wenig Platz ist für Abwägen, oder? Ja, das stimmt. Also ich sehe das radikal und es steht mir ja nicht zu. Genauso wie vorhin deine Frage, sollte ich das jetzt vielleicht, ich meine, das zeigt ja, du bist neugierig, ich kenne dich, du willst ja dann auch ausprobieren, dich dahin zu denken. Ja, ich finde. Und es spricht ja sehr für dich, aber letztlich, jeder hat doch das Recht zu leben. Ich kann doch nicht
Deswegen hadere ich auch also für mich gibt es keine guten oder schlechten Toten. Ja. Und wenn man im Krieg Leute erschießt, dann erschießt man die. Ja. Tut mir leid. Also, das ist wirklich eine radikale Haltung. dann ja. ist es Schießen, dann ist es für mich Töten und Morden. Ja. Ich weiß, dass viele das nicht so sehen und dass man da auch in ganz harte Diskussionen kommt, aber das ist einfach meine Haltung. Töten ist Töten und es rechtfertigt nicht, ob jemand jetzt in Anführungsstrichen ein böser Mensch ist oder ein guter Mensch. Ich komme in diesem Denken nicht weiter. Ich habe kein Recht, jemandem das Leben zu nehmen. Ja. Kein Recht. Ja. Und wenn du mir jetzt sagen würdest, aber Sophia, das ist jetzt jemand, der dein Feind ist und den musst du erschießen. What? Ja? Ja. Das kann mir keiner erzählen. Ich will niemanden das Leben nehmen. Ja. Und ich will auch nicht dann Strukturen befürworten, die anderen das Leben nehmen. Ganz einfach. Ja. Ja. Ja, da kann ich dir aber absolut zustimmen. Ja, das ist gibt's, ja auch, warum gibt's Ärzte... Gibt es denn trotzdem Momente, wo du jemandem, also mal überspitzt gesagt, den Tod wünscht? Einfach weil er Nein. Nee? Okay. Habe ich noch nie gehabt. Ja. Du kennst es. Ich weiß nicht, ob wir in solche düstere Bereiche vordringen wollen, aber die Frage steht jetzt im Raum. Du musst sie nicht beantworten. Die Frage steht im Raum. Ich denke gerade drüber nach. Nee, die Frage sagt harte ja immer mehr über den... gewünsche ich manche Menschen schon, aber den Tod nicht. Nee, nee, nee. Also, nee, ich komme da auch nicht hin. Nee, also auch, aber auch da ist für mich der Tod wieder ein so abstraktes Phänomen, weil ich es eben, wie gesagt, und da muss ich wirklich sagen, auch mit einem gewissen Vorsatz aus meinem Leben aushalte, so gut es geht oder so weit es geht, bedingt auch durch mangels persönlicher Erfahrungen damit oder im Umfeld, und eben dieser grenzenlosen Begeisterung und Liebe für das Leben, ich kann das total verstehen, was du sagst, dass für dich der Tod zum Leben dazugehört und deswegen auch für dich die Dankbarkeit und die Demut vor dem Leben einfach noch vergrößert, aber die ist bei mir schon eh so groß, dass ich den Tod dafür nicht brauche, weißt du? So. Ja, ja. Ja. Ja, das würde jetzt implizieren, dass sie bei mir nur durch den Tod kommt. Das würde nein, ich auch nein, nicht nein, sagen. Das ist einfach, nein, ja. Aber das ist. Ja, ich überlege gerade selber, ob das so ist. Nee, ich glaube, also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es einfach so, es ist eine weitere Facette, die diese Dankbarkeit für das Leben für dich so wahrhaftig macht. Ich käme mir halt vor, was ich bei dir ja nicht raushöre, wenn ich das so täte, wie du das machst, dass ich mich selbst betrüge. Ich habe das Gefühl, ich muss mich radikal mit dem auch beschäftigen. Ja. Das ist irgendwie so ein Gefühl, dass ich nicht weiter, um wirklich alles mir anzuschauen. Ja. Ich meine, wir Journalisten sind ja auch welche, die graben und forschen wollen. Und deswegen finde ich es interessant, weil ich kenne dich ja als jemand, der alles auch wissen will. Du bist unglaublich neugierig. Ja, ja. Und das macht dir dann auch immer so Freude, mit dir zu reden. Da einfach sagst, da ist jetzt meine Neugier auch jetzt nicht mehr. Nee, es ist ja schon so, es ist Neugier. Ich hatte auch schon in der Vergangenheit natürlich Gespräche mit beispielsweise Musikern, wo dann ein Bandmitglied gestorben ist und wo man versuchen muss in pietätvoller Weise, weil einfach auch beispielsweise das Magazin das erwartet oder so, den Verlust dieses Bandmitgliedes und im Zweifel dann entsprechend engen Freundes zu thematisieren mit einem der überlebenden Musiker oder der lebenden Musiker. Ein konkretes Beispiel, vielleicht also, um ein prominentes zu nennen, ist einfach der Sänger von Alice in Chains, Lane Staley, der gestorben ist an Drogen, hat dann der Gitarrist dieser Band zwei Jahre später, um auch diesen Tod zu verarbeiten, eine Soloplatte gemacht und dazu habe ich ihn interviewt und es liegt auf der Hand, dann natürlich auch diesen Tod von Lane Staley zu thematisieren. Und mir ist es aufgefallen, also normalerweise fällt es mir überhaupt nicht schwer, mir Fragen zu überlegen, die sehr spezifisch und zugespitzt auf den jeweiligen Interviewpartner sind und in der Regel habe ich viel zu viele Fragen und nicht zu wenig. Und in diesem konkreten Fall und auch noch in zwei, drei anderen, wo es eben tatsächlich zumindest zum Teil um einen Tod gehen musste, um einen Tod eines Nahestehenden, ist mir aufgefallen, dass, obwohl ich mich als pietätvoll beschreiben würde, es mir unglaublich schwer gefallen ist, richtige Fragen zu finden. Einfach weil der Tod für mich so ein abstraktes Gut ist. Es fällt dir eigentlich auf, dass wir nicht mehr über Angst sprechen seit einer halben Stunde, sondern über den Tod. Den Impuls wollte ich dann demnächst mal geben. Ja, ja, ja. Aber es ist ja interessant, dass es uns dahin führt. Ja. Und ich kann aber, weil es ja jetzt dauernd da ist und so präsent, mal Werbung machen, weil immer wieder, wenn ich Lust habe, das zu tun,
oder was heißt immer wieder, aber ich habe eine erste Woche gemacht, die hieß Gretchens Themenwoche. Und ich will das auch fortsetzen, wo ich innerhalb einer Woche 7 Menschen befrage. Die kriegen alle die 7 identischen Fragen. Und die erste Woche war auch die Woche zum Thema Tod. Und das könnt ihr, findet ihr auf meinem Kanal. Ja, also 7 Menschen habe ich dann ganz offen zum Thema Tod. Und es ist für viele auch sehr befreiend gewesen, weil wir da ganz selbstverständlich uns mit dem Tod auseinandersetzen. Also es lohnt sich natürlich. Was soll ich sonst sagen? Ich finde das total, ich finde es bei uns total spannend, weil es ja, also ich glaube, es gibt nicht so wahnsinnig viele Themen in meinem Leben, die sozusagen so evident sind und auch so alternativlos wie der Tod, die in meinem Leben so wenig vorkommen. Das wäre ausgerechnet darüber. Eigentlich wollten wir über Angst sprechen und sind dann jetzt bei einem Thema gelandet. Zu was dem hat ich ganz, das zu bedeuten? Ja, was hat das zu bedeuten? Zu dem ich ganz banal eigentlich gar nicht viel zu sagen habe. Ja, aber spannend. Naja, so viel wie jeder Mensch, ja, der sich wohingehend auch einlassen will. Ja, ja? Und ja, das ist ja jedem seine eigene Entscheidung natürlich. Ja. So, ich habe aber jetzt schon was ausgesponnen. Ich will dich natürlich überführen, Sascha Krüger, und mich selbst. Also, weil jetzt sagen wir mal Folter. Ja. Okay, du wärst jetzt in irgendeiner Lage und dir stünde jetzt auch Folter bevor, auch easy. Oder ich sag's jetzt mal so provokant. Ja, ich hättest du ja, Angst, ja, nee, gefoltert zu werden? Nö. Sascha, jetzt bitte. Ganz ohne Scheiße, ich habe keinen Bock auf die Schmerzen, aber ich bin tatsächlich, das hat die Vergangenheit bewiesen, es ist ja nicht so, dass mir nicht auch schon Dinge passiert melden sind. Melden sich alle Folterer bei dir. Nee, aber ja, genau. Nein, aber ich bin tatsächlich, ich kann Schmerz ziemlich gut aushalten. Ich bin überhaupt jemand, das sagt eine gute Freundin von mir, ich bin der König im Aushalten, egal was es ist. Auch so Dinge, die mich nerven oder so, Geräusche, Musik, die irgendwie nicht so geil ist oder so. Ich, das als Musiklover, als Musiknerd wirklich, ich kann auch schlechte Musik ganz gut aushalten. Und ich glaube, ich könnte auch diesen Schmerz aushalten. Oh, Folter, sehr gut. Ja, oh, Folter, genau. Ich kann auch, glaube ich, Schmerz echt gut aushalten. Ich halte schon allein schlechte Literatur nicht aus. Ja, also wirklich. Ja, ja doch, also es gibt, die regt mich auf, aber ich halte sie trotzdem davor aus. Davor habe ich jetzt aber keine Angst. Ne? Ja, ja, nee, aber ich habe keine Angst vor Folter, ne. Das ist aber auch ein Satz, Sascha. Ich habe keine okay, Angst vor Folter. Okay, wir machen jetzt was anderes. 20 Jahre Gefängnis, weil irgendein Fehlurteil. Ja? Gibt es Bücher? Mordes überführt, den du gar nicht begangen hast, ja, kommst ist okay. Aber da drin. Gibt es Bücher, okay. Dann bin ich zufrieden. Sascha, das gibt's doch nicht. Doch, ohne Scheiß. Ganz im Ernst. Also wenn es Bücher gibt, dann und vielleicht auch noch irgendwie ein Netflix-Abo, dann bin ich zufrieden. Okay. Ah gut, jetzt nehmen wir das auch weg. Dieses Spiel hatten wir schon mal. Ja, das Spiel hatten wir schon mal. Wir können ja dann auch gerne okay, dieses Beispiel nehmen. Ich habe Angst vor Langeweile. Gut, okay, wir einigen uns. Ich habe Angst vor Langeweile. Die dadurch erzeugt wird, dass man mir alles wegnimmt, was... Du Folter gar nicht, aber Langeweile ist dann... Ja, also ich habe Angst davor, nichts mehr... Also wenn du mir alles wegnimmst, was meinen Geist irgendwie bereichert und ein bisschen entzündet, zum Beispiel auch, ich habe Angst, glaube ich, ich hätte Angst vor ewiger Stille und dass ich nur noch in der Kommunikation mit mir selber sein kann, beispielsweise, wenn wir mal... Das war ein Gespräch, das kann man ja vielleicht auch dann zusehern, irgendwie sagen, dass wir jetzt in den letzten Tagen, als wir hier was hatten, was wäre denn eigentlich, wenn ich der letzte Mensch auf der Welt wäre? Genau, auf das wollte ich jetzt hinaus. Okay, verstehe. Und das hat dir ja nicht so gut gefallen. Nee. Also ich habe ja Sascha verraten, dass ich mir mal so überlegt habe, wie das wäre der letzte. Also ich bilde mir ein, dass ich das gut könnte und dass ich das eben als, weil wieder die Neugier da wäre, als eine wahnsinnig interessante Erfahrung fände, der letzte Mensch auf der Welt zu sein. Und dann habe ich gefragt, ob Sascha sich das schon mal vorgestellt hat. Hast du gemeint, nein? Nee. Und dann hat er gefragt, ja gut, sind Tiere dabei? dann habe ich ihm erstmal die Tiere zugestanden, aber das war dann zu gemütlich, weil du meintest, du, dann geht's ja. Ne? Ja, ja, ja. Da habe ich gesagt, nee, die Tiere subtrahieren wir jetzt auch. Und wie ist dein Empfinden jetzt, wenn du dich jetzt gerade... Ja, das ist also, allein zu sein. Das ist ja, das kann man ja vielleicht auch dann zu sehr auch sagen. Das Gespräch hat sich natürlich fortgesetzt und dahingehend, dass ich eben durch diese Fragen eine neue Ebene der Reflexion erfahren habe und feststellen musste, naja, warum will ich denn da nicht alleine sein? Naja, weil es mir schon ganz gut gefällt, gemocht zu werden. Das muss man einfach mal ehrlich so sagen. Und das ist natürlich wieder so eine Ego-Geschichte. Muss man ja auch nicht kleinreden. Also natürlich gefällt es mir auch, um es nochmal in die Kamera zu halten, mein Soundlosenbuch. wenn das gemocht wird, was uns übrigens sehr, sehr häufig passiert, dass Leute auch, die gar nichts mit der Musikbranche zu tun haben, sagen, was für ein spannendes Buch. Aber ja, also um deine Frage zu beantworten, ich glaube... Vor dieser Einsamkeit mit mir selbst hätte ich dann doch
Angst, weil ich, wenn ich das jetzt wieder Respekt nenne, dann belüge ich mich selber, das muss ich ehrlich sagen. Schön. Ja. Das ist, was das Gretchen euch verspricht. Wahrhaftigkeit, ich hoffe es. Weil du hast jetzt dein Produkt genannt. Also ich mache das Gretchen nicht, um gemocht zu werden. Und wenn das jetzt Leute blöd finden, ihr könnt es blöd finden, das Gretchen. Es ist alles völlig in Ordnung. Ich mache es, weil ich den Wert euch zeigen möchte des guten Dialogs. Ja, Ja? ja. Also für mich ist der gute Dialog so wichtig. Das würde mich betrüben, wenn die Menschen sagen, der gute Dialog interessiert mich nicht. Aber ob jetzt das von mir so ist, dass das Menschen das mögen oder ob sie anderswo einen guten Dialog finden, herzlichen Glückwunsch, ja. Hauptsache, der gute Dialog wird als Prinzip gelebt, weil das ist jetzt wieder, vielleicht ist es auch so eine, hilft mir auch der Angst zu begegnen. Da sind wir wieder. Weil ich glaube, wenn wir diesen guten Dialog verlieren, das Interesse aneinander, sich Feindbilder verstärken und so weiter, klar, dann verhärten sich Fronten, dann gibt es irgendwann mal Kriege, um das jetzt mal ganz kurz abzukürzen. Deswegen glaube ich, dass der gute Dialog eine Prävention ist, oder auch uns hilft, in das zu kommen, wovor wir beide Angst haben. Ich glaube, da treffen wir uns, dass die Menschheit sich in einem Maße entwickelt, das lapidar gesagt bestürzend wäre. Ja, Ja. darauf können wir uns komplett einigen, ja. Ja, so, also da gibt es ja auch beide. Lass uns doch da auch weiter reingehen, Sascha, was genau wir dann damit meinen, weil das ist ja jetzt das verbindende Glied zwischen uns, ja. Ja, genau. Also ich habe Sorge vor dem Verlust des Herzens. Ja, So, schön, ne? siehst du, du sagst es noch schöner, ich habe Angst, dass die Menschen nicht mehr in der Lage sind zu lieben. Ja. Und dann denken wir, warum habe ich davor Angst? Aber da ist ein Schreckensszenario nach dem anderen. Und du hast es jetzt wunderbar formuliert mit dem Herzen. Ja. Weil das Herz, das betrifft ja auch so viele Dinge, das sind ja Umgangsformen, einfach auch irgendwie in der Diskussionskultur und alles so. Dafür müssen wir jetzt gar nicht Facebook zitieren, aber es ist so, wie die Menschen miteinander umgehen, das macht mich mittlerweile wirklich traurig, zum Teil, so auch im Alltag und so. Und dieses Ideal, dieses vermeintlich immer mehr gelebte Ideal der Egozentrik, was zwangsläufig dazu führt, dass man das Herz zumacht oder das Herz, wenn überhaupt, aufmacht, dann nur für sich. Das zu beobachten, macht mich wirklich traurig. Also das ist, muss man ja auch gar keine Akten, nicht unbedingt nur aktuelle Dinge zitieren, aber Das ist ja jetzt auch keine neue Entwicklung, aber man hat nee, gerade das Gefühl, das ist, wird, also ich dass meine, es sich so verhärtet, ne? ich muss da jetzt mal ein aktuelles Beispiel nennen. Ich Ja. weiß auch nicht genau, wann es ausgestrahlt wird, aber Moria wird, also das, was da passiert ist, das wird sicherlich ja auch in ein paar Wochen noch ein akutes Thema sein. Und wenn ich dann heute Morgen lese, dass überlegt wird, halt 400, also junge Menschen nach Deutschland zu holen, von 12.600, die jetzt da vagabundieren und nichts mehr haben. Und Deutschland, und wirklich der Seehofer stellt sich hin und sagt, wir holen 400. Macht mich kaputt, das zu lesen, wirklich. Also das ist so, was ist denn in diesem Kopf los? Und er hält sich noch für den großen Gönner. Also das ist so, und das ist nur ein konkretes Beispiel, das man runterbrechen kann auf viel zu viele Menschen, die, ich will nicht sagen, sich daran ein Beispiel nehmen, aber die in diesem Gedanken auch ihr eigenes Leben leben oder in dieser Grundhaltung. Und das ist so, und das meine ich mit Verlust des Herzens so. Und das ist irgendwie, das ist Nächstenliebe, Menschenliebe, Empathie, alles, was dazu gehört, dass das irgendwie, und auch so weiche Werte wie Anstand, Moral, Ethik, Wahrheit, dass das alles so auf dem Rückschritt zu sein scheint, zumindest. Also muss man ja auch immer nur wieder differenzieren, inwieweit sollte man eins zu eins dem glauben, was man so liest, hört und sieht. Und wie weit, aber ich meine, wie gesagt, dafür muss ich nur mit dem Bus fahren, um zu sehen, dass diese Egozentrik, sicherlich auch befeuert durch die digitale Revolution, dass jeder nur noch mit seinem Gerät irgendwie sich kommuniziert, anstatt mit Menschen, dass das dann eben dann auch ein grassierendes Problem ist, einfach so. Und da ist jetzt die Frage, du sagtest mehrmals traurig, da kann ich auch mitgehen. Ist es jetzt Angst, ist es Traurigkeit, ist es beides? Ich kenne auch, dass Wut dazu gehört. Ja, es ist eine Wut Ja. auch über die Hilflosigkeit, Ja, da genau. was nichts tun zu können. Also im Kleinen, ich kann irgendwie, weiß ich nicht, zu dem 17-Jährigen gehen und sagen, Diggi, unterhalte dich doch mit deinem Nachbarn, anstatt irgendwie die ganze Zeit mit deinem Handy. Das kann ich tun. Aber das ist noch nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Ne? So, und das ist so.
Ich bin jetzt auch nicht, habe nie das Gefühl der Weltrettung in mir gehabt irgendwie. Und dass ich das Gefühl habe, ich muss das Große angehen. Ich denke es gerne, aber ich muss es nicht formen. Ist vielleicht auch ein bisschen ein Eingeständnis von Schwäche oder so. Aber ich habe das nie gehabt. Aber das ist so, deswegen, ich glaube, es ist eher wirklich so eine Traurigkeit und wie du schon sagst, Wut spielt da auch mit rein. Wut über die Hilflosigkeit diesen Prozessen bei ihrer Fortschreitung zusehen zu müssen. Also haben wir keine Angst. Wir meinten ja vorhin, wir hätten Angst. Ich weiß auch nicht. Es ist ein bisschen. Ja, es ist. Hat es vielleicht auch Ich dann bin zu, jetzt also auch gerade kann man vor etwas unschlüssig. Angst haben, was im Zyklus unseres eigenen Lebens wohl nicht mehr, wie soll ich sagen, was ist das Wort? Also im Zyklus unseres noch zu verbleibenden Lebens werden wir nicht mehr erleben, dass diese Prozesse, die wir jetzt mit klar definieren können und klar beobachten, dass sie einen Einfluss auf uns und unsere Welt haben, die wirklich zerstörerisch und destruktiv ist in einer Weise, dass es da, also dass sich unser Leben radikal verändert, weil diese Prozesse einfach die Welt verändert haben. Weißt du, worauf ich hinaus will? Und ist es deswegen vielleicht eher ein Bedauern für nachfolgende Generationen und Angst kann nicht wirklich entstehen, weil es betrifft uns dann nicht mehr in der Form. Na, es gibt ja diesen tollen Fragebogen von Max Frisch, in dem er sagt, interessiert Sie der Fortbestand der Menschheit nach Ihrem Ableben noch? Ja, Ja? ja. Ja, aber solange ich natürlich da bin, ich habe für mich erkannt, so radikal glücklich mag ich als Wort nicht so. Also radikal zufrieden kann ich ja auch nur sein letztlich, so ganz bis ins Letzte gedacht, wenn es allen auf diesem Planeten gut geht, weil wenn alles mit allem zusammenhängt, und jetzt zitiere ich auch Adorno, über den Satz habe ich viel nachgedacht, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja, also können wir überhaupt unser individuelles Glück einfach so behaupten? Wir müssen ja dauernd verdrängen. Ja, ich kann dann ein tolles Grillfest haben und gleichzeitig verhungern einfach Kinder alle 5 Sekunden, ja, Ja. und sterben Menschen und so weiter. Gibt es Kriege, sind Leute auf der Flucht. Ja, so. Also ich muss ja dauernd verdrängen, um dann jetzt einfach zu sagen, jetzt habe ich eine Party und jetzt geht es mir halt hier gut. Andererseits verstehe ich auch die Frage, ja, was bringt es eigentlich? Ja, was soll es mir jetzt bringen, dauernd über das Elend der Welt nachzudenken? Es darf mir ja auch gut gehen. Muss man das dann irgendwie. Ich merke nur, dass es so ein Gefühl in mir gibt, dass ja, ich darf ein gutes Leben haben, aber ich darf die anderen nicht ausblenden. Ja? Ist vielleicht auch dann nochmal noch so eine Frage, was einem selbst eben ganz besonders wichtig ist. Und da kann man dann ja auch entsprechend durchaus was tun in seinem kleinen Rahmen. Konkret zum Beispiel, ich bin eben wahnsinnig, also ich bin ein Naturliebhaber und ich bin vor allem sehr tierlieb. Und ich habe mich halt dann vor ein paar Jahren für den Vegetarismus entschieden, so gerne ich Fleisch esse. Das ist jetzt, ne, so, das ist einfach so eine Kleinigkeit. Aber ich, das Traurige ist nur tatsächlich, ich dachte, damit hört irgendwie, also mit diesem Schritt wird mein Bezug zu dieser Massentierquälerei, dieser millionenfachen Tierquälerei in der Massentierhaltung, würde sich entspannen. Also das Gegenteil ist der Fall, es wird immer schlimmer, ich halte das immer weniger aus. Aber das meine ich eben. Also das ist ein Bereich, der ist mir wichtig, dass ich mir einfach, ich wünsche mir eine Welt, in der nicht so wahnsinnig viele Geschöpfe mit einer Seele gequält werden, einfach nur damit irgendjemand was zu essen hat. Ich dachte, wie gesagt, es wird damit besser, wenn ich sage, ich trage meinen Teil nicht mehr dazu bei, es wird nur schlimmer, aber so, das kann man ja auch auf Menschen runterbrechen, ne? So, dass man einfach im Rahmen seiner Möglichkeiten tut, was man kann. Man spendet für eben jetzt, um bei dem aktuellen Beispiel zu bleiben, für Moria oder also für die Menschen, die dort helfen. So. Wobei dann man auch wieder sagen kann, es gibt irgendwie noch 700, 300, 800.000 andere Stellen, an Es denen ist man dann genauso. leider wie so ein Fass ohne Ja, Boden, ne? Und eben, das macht ja genau. hilflos. Ja. Und dann muss man sich auch wieder fragen, wie weit ist die Hilfe dann an der Stelle auch nur so ein, ja, so eine Art Taschentuch, dass man sich selbst reicht, ne? So. Erstens das, ne, zur eigenen Beruhigung, genau wie du sagst. Und auch zweitens, ich habe ja für die Galore eben mit John Ziegler geredet, einer meiner doch imposantesten Begegnungen, auf denen ich mich schon sehr, sehr gefreut habe. Ich habe alle seine Bücher gelesen und da ich Sartre und Simone de Beauvoir so mag, er ist ihnen ja beiden begegnet und hat mit ihnen auch eine Zeit lang gelebt und sie getroffen. Und
Der ist, ne, das ist ein bekannter Kapitalismuskritiker, Globalisierungsgegner. Und seine Theorie ist, dass eigentlich das Maximale, was helfen kann, oder das Effektivste wäre, die Konzerne zu zerschlagen. Ja? Bin ich wirklich in der ersten Reihe da sofort so, mit dabei. Ja, ich meine, es ist schön, aber wenn wir jetzt dauernd das Gefühl haben, jetzt bin ich in so einer Zitatenreihe, aber ich muss jetzt nochmal auf Peter Handke zum Beispiel verweisen, der sagte, er unterschreibt keine Petition, weil er glaubt, das ist wie so ein Freibrief und dann denkt man, man hat jetzt schon was getan, ja, und trotzdem läuft noch alles weiter, ja. Ich meine, wenn man jetzt so sagt, ich meine, ich habe dir das gesagt vor 2 Tagen, da hast du irgendwie gerade die Spülmaschine eingeräumt und dann so Konzerne zerschlagen, ja, das klingt ja auch erstmal, ich als Einzelner, was mache ich denn jetzt, ja, wie soll denn das jetzt aussehen? Und er hat ja ein wunderbares Buch geschrieben, das er für seine Enkelin geschrieben hat, was ist so schlimm am Kapitalismus, und es endet damit, dass er dann auch sagt, er weiß jetzt eigentlich auch nicht, weil seine Enkelin will jetzt auch wissen, Opa, wie geht das, ja, aber er vertraut, dass da schon eine Lösung gefunden wird, aber das wäre halt der Weg, den er sieht, und du unterschreibst den auch und ich kann da auch mitgehen. Ja? Aber jetzt stehen wir da, ne? Das ist tatsächlich eine Hoffnung. Schlag mal die Konzerne her. Ja, aber das ist tatsächlich eine Hoffnung, eine stille Hoffnung, die zwar genauso diffus ist wie die Angst davor, dass der Mensch diesen Planeten kaputt macht, aber es gibt die Hoffnung, dass sich da was zusammenbraut und das möglicherweise auch noch in der Phase, die ich sozusagen noch als Mensch erlebe, wo etwas umbricht, wo eine Revolution passiert. Ich kann mir das zumindest mittlerweile vorstellen. Es ist nicht komplett abstrakt, der Gedanke. Ich sehe da jetzt nicht Tendenzen, das wird irgendwie 2027 passieren, aber ich kann mir vorstellen, dass die Stimmung kippt. Und dass dann auch viel Destruktivität damit einhergeht. Ja, da wird viel drauf gehen. An Material, an Humanmaterial, genauso wie an, sag ich mal, sonstigem Material. Aber verwendest du das Wort jetzt wirklich so ganz unbedacht? Ja, ich bin jetzt gerade erschrocken, Humanmaterial. Ja, einfach so. Das Wort ist für mich gruselig, Sascha. Ja, dann sagen wir einfach an Menschenleben. So, warum hast du das Wort verwandt? Weil ich es abstrakt halten wollte. Um es weniger schmerzlich zu machen? Wahrscheinlich. Okay. Ja. Das ist ja so ein Politikersprech, ne? Ich glaube, Politiker würden sich so nicht äußern. Aber Humanmaterial, das klingt, weißt du, das für mich klingt irgendwie nach den geheimen Besprechungen in einer meiner Lieblingsserien, 24, wenn es darum geht, irgendwie, wir müssen jetzt so daher hast du das. Ja, möglicherweise. So, ne, so, wir müssen jetzt so und so viele Tote in Kauf nehmen, damit wir die anderen retten können, so ungefähr. Mhm. Ne, so, und da wird eben sehr sachlich über den Tod von Menschenleben entschieden in gewissen Situationen. Ja, so. Ich dachte eher, es ist ein bisschen so, um sich zu distanzieren. Nee, weil dadurch macht man es ja weniger. Genau, aber ich kann mir, das ist ein Gedanke, dem ich schon lange anhänge und da bin ich auch nicht der Einzige. Ich halte ein System, ein Gesellschaftssystem, das auf unbegrenztem Wachstum basiert, für schlicht und ergreifend bescheuert und nicht umsetzbar. Genau, das sagt John Ziegler auch. Ja, bis zum Absolut. Also es muss ein Ende finden, dieses System. Wie dieses Ende aussieht, kann ich ja nicht sagen. Aber ich hatte zum Beispiel, als die Bankenkrise war, vor, jetzt sind es jetzt 12, 13 Jahre, ist das glaube ich her, da war ich... 2009? Ja, so irgendwie, oder? War es 11 Jahre. Ja. Dann, ich war voller Hoffnung in diesem Moment, weil ich dachte so, okay, hier passiert was genau in diese Richtung. So, das System torpediert sich selber. Leider gab es dann sozusagen auch immer noch genug Rettungsschirm-Milliarden, die dazu geführt haben, dass sozusagen das Ding noch wieder gerade gebogen wurde. Aber dass sowas Ähnliches mit der Dotcom-Blase Ende der 90er, wo plötzlich irgendwelche Unternehmen, die gerade 3 Jahre alt sind, sind mehr wert als VW, BMW und Mercedes zusammen. Ja, was für ein grotesker Blödsinn. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas schneller passiert, als wir denken. Also dass im Prinzip der Kapitalismus wie von so einem Coronavirus durchtränkt wird und wir aber da dann plötzlich keinen Impfstoff mehr wissen. So. Und ja, ich denke, es geht auch nicht. Ne? Also dein Nachbar, der ein sehr freundlicher Mensch ist, mit dem sprach ich gestern, während er Holz hackte. Also ihr seht, ne? Wir sind hier voll in der Waldwelt. Hier wird Holz gehackt, wenn man nur aus der Haustür geht. Und das finde ich viel schöner, als wenn dann schon wieder irgendwie Straßenlärm da ist. Ja. Und das Gefühl, das Geräusch von Holzhacken ist auch so schön. Ja. Naja, und der meinte eben auch, dass man, dass er an die Kraft auch der Zerstörung glaubt, weil man dann wieder ganz neu irgendwie anfangen und aufbauen kann. Total. Das ist zwar
Ja, es hat natürlich eine Aggressivität, dahingehend zu denken. Aber wie willst du, ja, ich als alte Gärtnerin, wie willst du auf einem Boden, der nicht mehr trägt, noch irgendwas pflanzen, was gedeiht? Ja? Naja, aber nehmen wir es nochmal, also ich wohnte damals, als diese Bankenkrise war, bleiben wir nochmal an dem Beispiel, wie gesagt, das war für mich eine Phase großer Hoffnungen, weil es bei mir auch Gedankenprozesse angestoßen hat, die ich bis dahin einfach zu denken, es gab keinen Anlass, die zu denken. Und es ging beispielsweise zu der Frage hin, Tauschgeschäfte. Also wenn wir wieder dann wirklich dahin kommen, dass das ganze Geldwirtschaftssystem zusammenbricht. Ja. Und wir eine Inflation erleben wie damals in den 20er Jahren. 20er oder 30er? Nee, 20er, glaube ich. Und einfach, ja, keine Ahnung, wir für ein Leibbrot irgendwie 1 Million Euro bezahlen müssen, weil die Inflation so krass geworden ist, dann kommen wir automatisch wieder zu Tauschgeschäften. Was spricht denn dagegen? Und damals wohnte ich eben auch weit draußen, woanders als hier, aber auch auf so einem Dorf und habe dann überlegt, okay, hier sind nur Bauern. Die haben alle sozusagen, die haben Werte, die sie gegeneinander tauschen können. Der eine zieht Spargel, der andere hat Birnen, der dritte hat Äpfel, der vierte hat Rinder und dann können sie sich gegenseitig tauschen. Ich bin Journalist, ich bin jemand, der mit seinem Geist arbeitet. Was kann ich denen denn geben? Weil eine Homepage brauchen die nicht. Ne? Mhm. Oder irgendwie Pressetext oder so. Oder geschweige denn Artikel in Zeitungen, die es dann nicht mehr gibt. Und das war aber so ein schöner Befreien. Da habe ich auch keine Angst gehabt, scheiße, womit kann ich denn tauschen? Sondern es war so ein befreiender Gedanke, auch sein Leben nochmal wieder neu anzudenken, zu sagen, ja, ich bin neugierig und deswegen bin ich auch unter anderem, deswegen bin ich Journalist geworden und verdiene mein Geld damit. Aber wenn ich gar kein Geld mehr verdienen kann oder wenn das Geldverdienen überhaupt keine Rolle mehr spielt, weil da ich damit nichts bewirken kann oder das keinen Wert hat, das ist ein ganz befreiender Gedanke war zu sagen, okay, dann muss ich halt was anderes machen. Dann muss ich halt den Bauern sagen, pass auf, ich habe zwar nichts anzubieten, außer meine Körperkraft, darf ich euch beim Ernten helfen. So, ne? Und das ist, was für ein befreiender Gedanke war das. Ich fand das ganz schön. Und ich habe so eine stille Hoffnung, auch wenn das sehr, sag ich mal, anarchistisch klingt oder eben auch so linksradikal, Antifa-mäßig, aber ich habe die Hoffnung, dass unser... Also ich fände es, ja, Hoffnung ist zu viel gesagt, aber ich fände es wahnsinnig spannend, noch zu erleben, wie dieser Turbokapitalismus zusammenbricht, und zwar weltweit. Ich fände das toll. Ja, das wäre wirklich, ja, es ist einfach eine neue Erfahrung auch. Ja, und ja. Wir wissen natürlich nicht, wohin geht es dann in die nächste Richtung. Ne? Es ist natürlich immer schwierig, wenn dann gar nichts ist, ja, kann man nicht schon etwas vorbereiten, das wäre natürlich schön. Es gibt ja viele, viele Menschen, die sich aufmachen, alternative Wohnprojekte initiieren und so weiter. Ja. Und ich kenne es selbst, weil ich ja auch Fan vom Tauschen bin, dass ich immer wieder, auch gerade jetzt mit Freunden, weiß ich nicht, ein Freund macht Fotos für mich, ich schreibe einen Text für ihn oder ja eben, jemand hat irgendwie was anzubieten, Marmeladen, aha, der braucht aber einen Text, noch gibt es ja Homepages, also noch ist man gefragt als jemand, der Texte schreibt. Vielleicht ist es ja später anders oder man unterhält Leute mit Poesie. Ja, ja. Genau. Wer weiß es. Der Gaukler, der irgendwie von Stadt zu Stadt. Du musst Stadt die Liebesbriefe irgendwie dann schreiben für den Landwirt an seine Frau, die er selber nicht schreiben kann, weil er nicht so das dann so drauf hat wie du vielleicht. Cyrano de Krüger. Ja, genau. Cyrano de Krüger. Ja, genau. Sehr, sehr schön. Ja. Also, ja. Also, letztlich haben wir davor ja keine Angst. Wollte ich gerade sagen. Macht dir der Gedanke Angst? Nee, ne, oder? Nee, ich bin da interessiert dran. Ja, ich fände ihn auch toll. Aber das ist ja und unterscheidet uns, glaube ich, eben von vielen Menschen. Weil ich glaube, dieser Gedanke macht sehr vielen Menschen wahnsinnig Angst, weil das nimmt ja alle Sicherheiten, ne? So. Ja, aber es gibt ja keine. Ja, aber das nimmt die vermeintlichen Sicherheiten, die sie haben und die für sie als Sicherungssysteme im Leben funktionieren, sodass sie... Ja, ich habe die schon verstanden, aber da muss man da hinkommen, auch zu verstehen, dass die vermeintlich sind. Ja. Ja, aber da sind dieses vermeintlich, das blenden ja viele aus eben, weil es für sie ja eben die Sicherungssysteme sind. Das finde ich ja eben auch so bestürzend. Also dadurch entsteht ja auch diese Egozentrik oder dieser Egoismus. Ja. Diese Überhöhung dieses Gedankens, ich habe was irgendwie, also bin ich was, das ist ja, das führt ja eben zu diesem Verlust des Herzens, was wir eben sagten. Irgendwie. Ja, das, genau, die Herzenskräfte gehen dann zurück oder werden gar nicht weiter ausgebildet. Ja. Und wir kennen das ja auch, ne? Wahrscheinlich, du kennst es auch, als freiberuflich, dass mir dann Leute sagen, ja, ich habe ja einen sicheren Job und es ist mir wichtiger. Ja. Du, aber es gibt auch Leute, die aus sicheren Jobs ruckizucki gekündigt werden, weil dann irgendwas nicht läuft, ja. Also, und dann ist der Schrecken groß, ne? So. Und wir leben mit wir wissen schon. Wir wissen schon, dass wir auf unsicherem Gewässer schippern, ja. Und vielleicht macht uns das natürlich viel
Ja, viel entspannter. Also die Frage ist, was war ja zuerst, ja? Ja. Ist man so eine Person, die da gut schippern kann? Ja. Oder wird man durch dieses Schippern zu dieser Person? Also, oder beides kann ja auch sein. Ja, 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 ja. Also es kann ja schon jemand sein, der vielleicht ängstlich ist und dann über die Selbstständigkeit als Beispiel jetzt erfährt, okay, es gibt immer wieder unsichere Zeiten und trainiert dann diese Kräfte, ja? Konkrete Frage, ist es dir je in deinem Umfeld begegnet, dass jemand, der nicht bereit ist zu dieser Unsicherheit, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat? Weil ich habe hab darüber gerade nachgedacht und ich glaube nicht. Also bei mir ist es nicht so. Die Leute, die selbstständig geworden sind, waren sich dieser Problematik oder dieser Gefahr bewusst und sind sie mit klarem Vorsatz eingegangen und gesagt, ja, irgendwas ist immer, aber dann ist jetzt sozusagen meine Ankunft halt unsicher. Dafür habe ich aber gewinne ich eine Lebensfreiheit und eine Freiheit auch in der Lebensgestaltung, die mir einfach wichtiger ist. Also was ja, glaube ich, für uns beide auch ein Grund ist, so den Beruf auszuüben, wie wir es tun. Ja, so. Aber empfindet man es so, ja? Ich meine, jetzt rede ich da so selbstverständlich, weil man das halt zu Selbstständigen so sagt. Ich empfinde es gar nicht unsicher, ja? Also, mir ist halt die Freiheit wichtiger als gut, ja? Und deswegen beschäftige ich mich nicht so lange mit irgendwelchen tosenden Wellen auf diesem Weg, sondern tatsächlich mit, ich bin frei, ja? Das ist jetzt eine Freiheit, die man vielleicht auch nochmal hinterfragen könnte. Dann sind wir wieder beim Begriff der Freiheit. Ja, das müssen wir jetzt gar nicht aufmachen. Der wäre ja auch, wie frei sind wir tatsächlich? Ja. Ich denke jetzt nicht daran, wie unsicher ist jetzt mein Leben. Gar nicht, weil ich habe ja die Sicherheit in mir. Das sind wir ja wieder bei dem. Ne? Genau. Das wäre eigentlich da auch nicht so. Und ich denke, man muss auch dann wegkommen von diesem, was du jetzt gesagt hast, dann helfe ich bei der Ernte oder so, ja. Also viele haben ja dann auch eine Unsicherheit, weil gut, vielleicht können sie jetzt für kein Magazin mehr schreiben, dann sage ich halt, okay, entdeck halt ein neues Talent, ja. Vielleicht wirst du ja tatsächlich gerade bei der Ernte gebraucht, was man ja auch tatsächlich braucht, Erntehelfer, oder bei der Pflege eines alten Menschen oder wie auch immer. Was immer, genau. Ja? Also da muss man halt auch weggehen von seiner fixen Idee, bleiben wir bei unserem Beruf, ich bin jetzt der Journalist, dann gibt es halt jetzt was anderes. Ja, ich hatte das konkrete Beispiel hier, als ich hier rausgezogen bin. Sind halt manche nicht bereit, Sascha. Der holzhackende Nachbar, den du eben schon erwähnt hast, der hat als weiteres Hobby hat er halt eine Herde an Galloway-Rindern und natürlich, als meine Auftragslage jetzt hier dann im März komplett eingebrochen ist, war mein erster Gedanke, wie kann ich das ein bisschen kompensieren, und habe ihn gefragt, ob er irgendwie noch einen Stallburschen braucht, der mit ihm ein bisschen Scheiße schippt. Und zeitlang haben wir das dann halt auch so gemacht. Irgendwie. Ja, das war dann, hat sich dann gezeigt, irgendwie, dass er mich doch nicht wirklich braucht und dass es irgendwie auch so eine Gefälligkeit von ihm war. Und das ist ja dann irgendwie auch so ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung, dass ich ihm meine Miete zahle, er mir aber sozusagen erstmal das Geld bezahlt, damit ich ihm die Miete zahlen kann. Und das ist irgendwie so. Aber letztlich, ich hätte hier weiter rumfragen können, hätte bestimmt andere. Aber du bist bereit dazu. Ne? Ja, auf jeden Fall. So, ja, warum, und da würden jetzt nicht vielleicht die einen oder anderen Kollegen, also ich kenne es ja auch von Schauspielern, sagen, ja, ich will ja aber jetzt in meinem Beruf bleiben. Gut, kann man jetzt einmal alles auch so machen. Ich liebe ja diesen Beruf auch und heiß und innig und ich finde ihn wunderbar und freue mich über die ganzen Aufträge, aber wenn es halt nicht ist, dann denke ich mir halt was anderes aus. Du hast in den Tagen, die du jetzt hier warst, glaube ich, 200 dreimal gesagt, und das ist ein Satz, der für mich für solche Situationen immer gilt und auch für mein Leben tatsächlich besondere Situationen erfordern, besondere Maßnahmen. Und das ist einfach, solange alles in gewohnten Bahnen läuft, muss man über sowas nicht nachdenken. Also es ist jetzt nicht mein Traumjob, Scheiße zu schippen, aber wenn die Auftragslage einfach die Möglichkeit oder die Notwendigkeit erfordert, irgendwie sich anders, und sei es irgendwie nur ein Zehner die Stunde zu verdienen, und mein Nachbar eine Herde Galloway-Rinder hat, ja, was ich denn näher als danach zu fragen, ne? So. Ja. Ja. Also, insofern wäre das jetzt auch vielleicht so ein Schlussplädoyer, Sascha. Was hältst du davon, wenn wir so zum Ende kommen? Langsam? Gerne, ja. Also nicht gerne, aber ja. Ich könnte jetzt auch ewig, aber vielleicht ist ja jetzt einfach viel schon gesagt, ist es ja auch. Ja, ja. Und ihr habt einiges zum Nachdenken bekommen, wird uns sehr, sehr freuen, ja. Mhm. Auch auf eure Kommentare, und wenn ihr sagt, hey, finde ich gutes Gespräch, Daumen hoch, wenn ihr es nicht mögt, Daumen runter. Also ich will mich nicht den Kritiken versperren, das will ich sagen, ja. Das finde ich ja auch immer so, dieses, ne. Also ich will ja jetzt auch nicht beliebt sein. Mhm. Und ich finde, das ist so, das ist ja jetzt ein großes Thema, das wird tatsächlich, jetzt kommt mir doch noch was ein. Hat man Angst, nicht geliebt zu werden? Doch, ich wollte dich das fragen. Du entkommst doch jetzt am Schluss, im Finale, nicht dieser Frage. Wenn du jetzt wüsstest, keiner hat dich gern, ist das eine Angst? Ha! Da kommen wir ja zu dem zurück, was wir eben besprochen haben, mit dem, ich bin allein auf dem Planeten. Also,
Der Gedanke macht mir tatsächlich ein Stück weit Angst. Er ist ja so, auch so hypothetisch, dass ich, dass es auch wieder eher eine diffuse Angst ist, aber das macht mir schon Angst. Also du meinst, Menschen. Ich mag es schon, gemocht zu werden, ja. Also ja. Auch für meine Eigenheiten. Es ist nicht so, dass ich mich anpasse, damit man mich mag. Ich bin schon auch ein schräger Vogel, aber ich finde es schön, wenn Leute mich, weiß ich nicht, will ich sagen, interessant finden, aber irgendwie so, wenn ich ihr Leben bereichern kann, einfach durch gute Gedanken und vielleicht eben auch durch dieses Gespräch hier oder so, wenn ich oder nette Ansätze gebe, irgendwie da Dinge auch nochmal anders zu betrachten oder so, das finde ich schon schönes Gefühl. Oder ganz banal, wenn wir eben völlig musikfremde Menschen sagen, ich habe euer Buch mit totaler Spannung gelesen, obwohl ich damit nichts zu tun habe, finde ich das ein schönes Feedback. Und das weitergedacht, also wenn dann niemand mehr auf der Welt ist, der mir das Feedback gibt, dass meine Gedanken irgendwie ganz spannend sind oder irgendwie zumindest interessant oder irgendwie mal betrachtungswürdig oder vielleicht zu einer Reflexion angeregt haben oder so. Ich glaube, es ist keine Angst, aber ich würde es schon sehr bedauern. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht ist es aber bedrohlicher, Sascha, wenn wir jetzt sagen, okay, du kämst in irgendeine wieder draußen irgendwo auf dem Land, keiner redet mit dir, keiner will was mit dir zu tun haben, auch deine Freunde entfernen sich, weil sie plötzlich finden, dass du komisch geworden bist. Also wäre das so, wo du merkst, wow, jetzt bin ich echt verdammt einsam. Weißt du was, wenn ich ganz ehrlich bin zum Schluss, weißt du, was dann, glaube ich, passieren würde? Bitte immer ehrlich, Schluss? Die ganze Zeit schon, aber ja. Das ist jetzt ein pretty big statement, muss man wirklich sagen. Ich habe überhaupt keine Todessehnsucht, nie, und also auch in meinen dunkelsten Phasen, die es durchaus gab, nicht gehabt. Aber das wäre ein Moment, wo ich tatsächlich deshalb über Selbstmord nachdenken würde, weil der Punkt eintritt, den wir eben hatten. Es gibt nichts mehr, was meinen Geist bereichert, und mein vielleicht bereicherter Geist kann niemand anders mehr inspirieren, beflügeln, was auch immer. Und dann wäre mir so ein bisschen der Lebenssinn genommen, und ich glaube, dann würde ich darüber nachdenken, es einfach zu beenden. Aber auch nicht aus einer Angst heraus, und ich hätte auch keine Angst davor, es zu tun. Sondern es wäre jetzt die Konsequenz. Mir wäre einfach so der Lebenssinn genommen. Okay. Und dann würde ich sagen, ja komm, dann kannst du auch Schluss machen. So. Okay. Ja. Okay, das ist, ja, genau, weil das so tief mit dir verwurzelt ist, diese Impulse in die Welt zu bringen, dass du sagst, gut, dann kann ich meine Aufgabe nicht mehr erfüllen. Genau, ja, und wenn selbst meine kleine Katze nicht mehr da ist, die sich darüber freut, dass ich sie streichelt, dann... Die da zum Fenster schon reinspringen wollte, ich war jetzt gespannt, ob sie reinspringt. Meine Katze ist sehr schlau, die hat gesehen, dass wir etwas Wichtiges tun, und deswegen würde sie uns nicht stören. Ja, die ist ja schon Gretchen-Abonnent, glaube ich, Mathilda. Ja, Sascha, du. Dann. Das war toll, das war ganz, ganz spannend, und ich hoffe, euch geht es ähnlich, euch zu sehen. Ich habe da noch ein bisschen was drüber nachzudenken, was wir hier alles besprochen haben. So. Ich auch, auf jeden Fall. Jeder Gast ist eine unglaubliche Bereicherung, und es ist schon echt ein schönes Gefühl, weil wir beide ja immer getrennt voneinander unterwegs sind, und die Fragen dann auch mal so zusammenzusitzen und ja. Danke an, ja, ich freue mich immer, wenn Menschen zu mir finden, aus welchen Lebensbewegungen auch immer, uns hat Galore zusammengebracht, und wir werden noch weiter uns als Menschen verfolgen, und ihr verfolgt, wenn ihr wollt, Gretchens Gast, es gibt noch ganz viele andere Folgen, schaut immer wieder vorbei, die Gäste sind wahnsinnig interessant, und Sascha war es auch. Und lieber Sascha, ich bin einfach voller Dankbarkeit für alle Impulse, die du gegeben hast. Und freue mich über deinen Reichtum als Mensch. Dankeschön. Danke, danke, liebes Gretchen. Ich könnte das zurückgeben. Ich möchte das zurückgeben. Habe das, glaube ich, aber auch die letzten Tage schon ein paar Mal getan. Ne? Ja, genau. Aber es ist schön, wenn man es auf Band hat. Ja, weil wenn ich dann der letzte Mensch auf der Welt bin, dann schaue ich mir meine Folgen an. Dann sage ich jetzt noch mal was zum Abschluss, was ich dir auch schon hier gesagt habe. Ich wohne hier jetzt seit März, und die letzten Tage mit dir hier waren die tiefgründigsten, die in diesen Räumlichkeiten bisher stattgefunden haben. Das kann ich dir wirklich sagen. Was soll ich jetzt sagen? Ihr seht mich verlegen. Das sieht der Sascha nicht, aber ihr spürt es wahrscheinlich. Ich freue mich, aber ich kann es zurückgeben, weil du bist jemand, mit dem man einfach sein kann. Genau. Und ich glaube, das ist auch eine Qualität. Nicht das muss erfüllt werden, da gibt es 100.000 Regeln und so weiter. Und ich glaube, das Konzept, was wir jetzt die letzten Tage hier gelebt haben, ist ein Konzept der Zukunft. Lasst die Menschen einfach sein, seid gut miteinander. Fühlt euch nicht angegriffen, traut jedem immer das Beste zu, und ich glaube, dann geht's. Ja? Und wir gehen jetzt in den Wald, haben wir oder? Die Formel für den Weltfrieden. Wir gehen in den Wald. Sascha Krüger, und vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Gretchens. Tschüss. Gast.